die noch leben sind vom Stamm, ich glaube Juda und der zweite, den weiß ich, fällt mir jetzt nicht ein, aber Alle die. 12 Stämme existieren, Bruder, jetzt. Stamm Benjamin, Stamm Juda. Und das wird Gott am Ende zusammenführen, die 144.000. So heißt es in der Bibel. Also das Ding ist, wir Juden, wir, du Also, ich weißt weiß, ja. ich kenne mich, also, was heißt ich kenne mich? Ich will jetzt nicht erheblich sein, aber ich habe mich damit sehr viel beschäftigt mit der Lehre von Orthodoxen, und die sagen alle, dass die 12 Stämme auf jeden Fall existieren, und manche sagen aus dem Stamm Benjamin, manche sagen aus dem Stamm Genau. Juda. Also definitiv kein orthodoxer Jude lehnt das ab. Okay, also auf jeden Fall, was ich weiß, ist, ich bin halt aschkenasischer Jude. Ja, okay. Da kann man ja auch vielleicht viel von ableiten, bestimmt. Weil Aschkenas kommt ja auch in der Bibel vor. Ja. Aschkenas ist ja für das heutige Deutschland bzw. Mitteleuropa, stimmt's? Genau, richtig. Ich bin ja 1,9% bin ich Jude. Stimmt, das hast du mal gezeigt, ne? Stimmt. Genau. Ich bin 1,9. Ich habe die Wurzeln bei Jude. Stimmt, als du das mal Ja. gezeigt hast. Ja, Ja, stimmt. genau. Also ich kenne leider, ich habe da irgendwie angeblich, laut meiner DNA, habe ich da Verwandte in Israel, aber Bruder, die kenne ich gar nicht. Also ich bin jetzt kein Jude oder sonst was, aber ich habe, wie gesagt, Wurzeln sind da auf jeden Fall. So. Aber Wahnsinn, ne? Dass man mal überlegt, wie viel eigentlich, wie viel DNA jeder so irgendwie Jüdisches hat. Also was eigentlich, die, wo eigentlich mit dem What Semiten the eigentlich fast gar teacher, nichts zu what tun the haben. teacher? Ey! Geh weg mit der Katze da. Entschuldigung, Bruder. Jetzt. Alles gut. Wir haben hier Babykatzen und die kämpfen da unten untereinander. Meine Güte. Wir haben hier vier Kater, Bruder. Oder? Wir haben zwei Katzen. Nee. Eine Mamakatze, 5 Monate Katzen und 7 Babykatzen, Bruder. Ich drehe hier am Rad, ich schmeiße die gleich in den Garten. Was ich anmerken wollte vorhin, dass wir dort Land gekauft haben damals, vor dem Zweiten Weltkrieg schon, vor dem Ersten Weltkrieg sogar. Bruder, da ist dieser Rapper. Oh, Entschuldigung, Bruder, jetzt Gott segne dich. Oh, Adrian, du bist doch der Salafisten-Rapper, oder? Ach so. Ja, genau. Sag noch einmal, ich bin Salafist, ich Genau, mach ja. gegen euch auf Discord. Stimmt, Adria, wir sind Fans von dir, alles klar. Alhamdulillah. Erstmal, Adrian, erstmal, Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi. Oh, danke dir, dass du mir auch den Frieden wünschst. Adrian, wenn du schon da bist, ich habe eine ganz, ganz kurze Frage. Okay. Wenn zum Beispiel Elia Nathan, ich oder Yahudi, also über dich, wenn wir zu dir sagen, Salamu alaikum, darfst du zu uns Ja. Alaikum Salam sagen? Ja, darf ich. Alhamdulillah, Plan, den Allah sagt im Koran. Wenn sie mit euch einen Friedensgruß grüßen, so grüßt mit einem schöneren zurück. Warum machen das aber die wenigstens hier in TikTok? Ja, weil die meisten kein Wissen haben, Weil die sagen immer, Alhamdulillah. ihr seid, die sagen immer, ihr seid Kuffar, wir dürfen euch kein Alaikum Salam sagen. Ach Quatsch, nein, das ist falsch. Guck mal, der Salam Aleikum heißt, der Friede Gottes sei mit dir, und wir wünschen Genau. jedem den Frieden Gottes. Genau, im Hebräischen heißt es auch Shalom Aleichem. Adrian, das Land Israel, Ja. Medinat Israel, haben die Palästinenser den Anspruch auf ganz Israel oder denkst du oder sagst du eine Zwei-Staaten-Lösung, also beide haben Anspruch drauf und beide haben auch das Recht drauf oder sagst du nein, nur die Palästinenser bzw. nur die Muslimin? Eigentlich ist es so, guck mal, die Muslimin, die haben nicht das Recht, Palästina bzw. Israel einzunehmen, weil jeder hat ein Land, weißt du, ich meine, die sollen sich einigen, ja, nicht, subhanallah, die Israelis sollen im Frieden leben und die Palästina sollen im Frieden leben, denn Allah sagt im Koran, Allah liebt das Unheil nicht. Also du meinst dann, die Palästinenser könnten sich im Prinzip mit ihren anderen Geschwistern, wie zum Beispiel Mosul, Urdun, Libanon, Syrien als Beispiel, könnten die auch dort leben, oder wie? Natürlich, klar, Allah sagt im Koran, wie gesagt, in Allah prophezeit, Allah liebt das Unheil nicht. Und Allah sagt weiter im Koran, o ihr Menschen, wisset, dass das Unheil stiften sich nur gegen euch selbst. Also der Krieg, der richtet nur sich gegen euch selbst. Der Krieg, der darf nicht sein, subhanallah. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht aufklären, wer hat mit dem Krieg angefangen? Israel oder Palästina? Jetzt vor kurzem meinst du? Also, Allgemein, das ist schon ein ach so, Konflikt schon vor langer ach so, Zeit. du weißt ja selbst, seit der Gründung von Israel
Kurz danach gab es ja sofort Attentate. Also die Palästinenser akzeptieren ja Israel als Staat nicht und Ja, das beanspruchen ja. darf nicht sein, das darf nicht sein, das ist falsch. Genau, also du bist eher der Meinung, Israel ist auf jeden Fall, es ist legitim, also dass die Juden einen Staat haben und die Palästinenser, also die Muslimin, sie müssen sich quasi mit ihrer muslimischen Umma einig werden und dann quasi vielleicht in Syrien leben oder in Ägypten leben oder wie auch immer. Oder bist du, oder sagst du, wir sind für eine Zwei-Staaten-Lösung? Es gibt eine Zwei-Staat-Lösung, Janne. Denn im Ja, die gegenseitigen Palästin. Einvernehmen muss man kommen. Das heißt, es soll Palästina existieren, aber auch Israel. Das heißt, die Ja. jetzigen Gebiete, ja, zum Beispiel wie das Westjordanland, ja, oder Rissa, das soll so bleiben, wie es ist, aber es soll offiziell Palästina dann werden, also ein richtiger palästinensischer Staat. Ja, genau, Oder, Alhamdulillah, so, ich aber sag du mal als Muslim, aber du als so. Ja. Muslim, bist du dann für die Demokratie? Soll das dann demokratisch sein oder eher islamisch? Guck mal, die Demokratie kommt vom Islam, weißt du? Ich meine, weil alles, was zum Beispiel Wie? im Koran heißt, es, waqatilum fi sabilillah, kämpft gegen die, die gegen euch kämpfen. In der deutschen Demokratie ist es so, jeder Mensch hat das Recht auf Selbstverteidigung. Die haben alle Gesetze von dem Koran übernommen. Okay, das heißt, also die Demokratie kommt direkt aus dem Islam, meinst du? Ja, richtig, genau. Alles Wissen kommt vom Islam, Alhamdulillah. Wahnsinn, ich bin gerade echt, also Also Wahnsinn. das ist auf Also, jeden Fall nicht richtig, mein lieber Adrian. Auch kannst du es allein das, widerlegen, Ilja? Also, das würde ja, mich jetzt natürlich. interessieren. Also Also, man kann nicht ja. sagen, dass Allah die Demokratie erstmal gegeben hat, weil Allah ist der beste Gesetzgeber und er akzeptiert keine Menschengesetz. Das ist fest verankert im Islam. Und auch wenn, Falsch, falsch, falsch. Guck nein, mal. doch, dann gehen wir in Sura 5, Vers 44 und da heißt es in den Tafsir von Ibn Kathir, von Tafsir al-Jalalain, die sagen, dass es Kufr ist, wenn man sich mit der Demokratie eins machen möchte. Allahu Alam, warte, ich hole mal den Koran, dann schaue ich mal nach. Also sagst du 5, Vers Genau, Sura 44? 5, Vers 44. Allah sagt, wenn du nicht mit dem richtest, was Allah herabgesandt hast, so bist du ein Frevler. Ja, wenn ich mit dem richtet, was Allah herabgesandt hat, das sind die Gesetzgebung Allahs. Aber du musst verstehen, es gibt auch Verse, die aufgehoben, die rezitiert man, aber die haben keine Bedeutung mehr. Und es gibt Verse, die sind auch ersetzt worden. Ne? Das musst du auch Genau, mal mit richtig, berücksichtigen. richtig, aber nicht sogar 5, Vers 44. Ich schau mal kurz nach, warte, Suche 5, Vers 44, schau ich mal nach kurz. Warte, ich hab Koran da. Dann schauen wir mal nach, beten die Lateraler und dann regeln wir das. Guck mal. Ich weiß ja nicht, wo du Tafsir gelesen hast von Ibn Kathir, welche Suche diesbezüglich, also Suche 5, Vers 44, schauen wir mal nach 43. Adrian, wenn du schon dabei suchst, man hat dich schon lange nicht mehr gesehen. Bist du nicht mehr in YouTube aktiv oder Instagram oder sowas? YouTube bin ich gar nicht mehr aktiv, aber ich mache noch weniger YouTube-Videos. Ich habe damals Videos gemacht. Warte mal, 44. Also da machst du noch, oder? Also in Sura 5, 44, Vers 44 steht: Wie aber wollen sie dich zum Richter machen, während sie doch die Tora bei sich haben, worin Allahs Rechtsspruch ist? Dennoch und trotz all dem kehren sie den Rücken und sie sagen und sie sind keine Gläubigen und sie sind gar nicht gläubig. Das hat damals zu tun gehabt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat im Rechtsbuch gesucht, dass er der Gesandte Gottes ist und die Juden haben die Tora genommen und haben nicht weitergelesen, wo der Prophet Mohammed zusammen erwähnt worden ist. Meinst du den Vers oder welchen Vers Nein, meinst nein, du? nein, nein, warte kurz, ich suche den. Also Sura 5, Vers 44, hast du ja gelesen, ja? Ja, habe ich gelesen. So, und wenn du auf die Tafsire schaust, da geht es um die Scharia. Weil sie nicht geurteilt haben, was Allah gesagt hat. Allahu Alam, ich weiß nicht, welchen Tafsir du da hast, von wem? Von wem ist der Tafsir? Ibn Kathir von Tafsir al-Jalalain. Du musst aufpassen, Tafsir al-Jalalain musst du aufpassen. Du musst lieber, beispielsweise bei Way to Allah gibt es Tafsir von Ibn Kathir auf Deutsch und auf Arabisch. Alhamdulillah, da Ich kannst du besser lesen. habe die Tafsir auf Arabisch. Auf einer arabischen Seite habe ich das. Und da steht es schwarz auf weiß. Okay, kannst du Arabisch So, verstehen? guck mal, in Sura 5, Vers 44, guck mal, ich schlage jetzt einfach die Tafsire auf. Guck mal, ich zeige dir erstmal nur den Koran, okay? Okay, Ne? zeig mir mal den Vers, Benila.
Ich zeige dir das jetzt mal. So, erstmal hier der Koran, ja? Guck mal, was da unten steht. Wer nicht nach dem waltet, was Allah als Offenbarung gehabt hat, das sind die Ungläubigen. Ja, wer nicht nach dem richtet, was Allah herabgesandt hat, so ist ein Ungläubiger. Das ist ganz klar der Fall. Ja, aber du musst bedenken, erst sagt Allah ungläubig und dann sagt Allah, das sind die Frevler. Da gibt es dann auch Zusammenhang. Warte, lass mal komplett lesen. Gewiss, wir haben die Tora. Guck mal, es handelt sich aber um die Tora. Gewiss, wir haben die Tora herabgesandt. Wir haben die Tora herabgesandt. In der Rechtleitung und Licht sind, womit die Propheten, die sich Allah ergeben hatten, für diejenigen, die dem Judentum angehörten, walten. Und so auch die Leute des Herrn und die Gelehrten, nachdem was ihnen von der Schrift Allahs anvertraut wurde, war, worüber sie Zeugnis waren, so fürchtet nicht die Menschen, sondern, warte mal, guck mal, der Koran, du musst, wenn du ganz unten liest, bringt dir das nichts, du musst den ganzen Vers lesen, weißt du, wie ich meine? Es handelt also sich um die Tora. Der ganze Vers. Es handelt sich aber um die Tora. Nein. Doch, guck mal, wir gehen jetzt auf den Tafsir. Okay, guck mal. Habib Aziz, wir gehen jetzt auf den Tafsir und dann zeige ich dir das, okay? Okay. So, ich zeige dir das, Habib Aziz. Adrian, hast du noch mit Pierre Vogel und so zu tun? Nee, oder? Nee, gar nicht. Bei mir ist aber im Koran ein bisschen verrutscht, weil der Koran so geschrieben ist. Wir hatten, also im 45. Vers steht, wir hatten die Tora herabgesandt, in der Führung und Licht war. Damit haben die Propheten den Gehorsamen, den Juden recht gesprochen und wie auch die Wissenden und die Gelehrten, denn ihnen wurde aufgetragen, das Buch Allahs zu bewahren und sie waren seine Hüter. Darum fürchte nicht die Menschen, sondern fürchte die Menschen. Denn ihnen wurde aufgetragen, das Buch Allahs zu bewahren und sie waren seine Hüter. Darum fürchte nicht die Menschen, sondern fürchte die Menschen. Genau. So. Entschuldigung, Sura 5, Vers 44. Tafsir von Ibn Abbas, okay? Guck mal, was hier steht. So, und durch Versteigen der Züge, Beschreibung von Mohammed und das Vers zur Steinigung. Wie ein armes Teil. Also, wer nicht nach dem Urteil, was Allah offenbart hat, Allah sagt, wer nicht zeigt, was Allah in der Tora in Bezug auf die Züge der Beschreibung Mohammeds und der Vers zur Steinigung, das sind die Ungläubigen. Tafsir al-Jalalain von Ibn Abbas, das bezieht sich auch auf den Koran. Das ist die Scharia. Lies mal ganz von vorne, wenn du nur einen Text davon rausnimmst, ist keine Strophe, du musst von ganz bitte oben anfangen. Dann lies. Lass mich mal lesen, haben sie da einen Plan. Lies, ja. Lol, Wunschdelo, wir haben die Tora Mos offenbart, worin die Führung ist. Und Irrtum und die Lichterklärung der Steinigung. Okay, Hamdala, steht um die Steinigung. Durch die Tora und die Propheten, die Allah sich ergeben haben, diejenigen, die sich Allah vor der Zeit von Moses bis hin zur Zeit von Jesus ergeben haben, ihnen, also die waren alle Muslime, Hamdala, bleiben. Es handelt sich jetzt um die Steinigung. Ist es richtig? Mhm, allgemein. Über die Gesetzgebung. Nicht weiter. Okay. Ja, aber du musst doch verstehen, sowas kann auch aufgegeben werden. Was steht hier? Nee. Was steht weiter? Was steht hier in Bezug auf die Beschreibung Mohammeds und die rechtliche Entscheidung über die Steinigung? Das ist auch im Islam. Das heißt, die Tora, das Injil und der Koran, was Allah an Mohammed offenbart hat. So. Okay. So, und hier, Tafsir al-Jalalain sagt das auch. Beschreibung Mohammeds über dem Gesetzgebung. Ja, okay. Aber ja. Guck mal, du musst bedenken, Allah subhanahu wa ta'ala hat Mose die Tora gegeben. Und in der Tora gibt es Steinigung. Aber der Punkt ist, die Tora ist verfälscht, so wie die Bibel verfälscht, außer der Koran. Okay, und ganz kurz, Adrian, ganz kurz. Bitte. Adrian, ganz kurz, du hast doch gesagt, ja. Die Bibel, ganz kurz. Bibel ist verfälscht und Tora ist verfälscht, hast du gesagt, ne? Genau. Dann bleiben wir mal bei diesem Punkt. Das würde mich jetzt auch sehr, sehr interessieren. Sehr, sehr interessieren. Der wahre Glaube, Shalom Aleichem, Bruder. Shalom, das Herr Jesus Christus, der Herr Messias, Al-Malik al-Meluk. Amen. Was mich jetzt interessiert, Adrian, was mich jetzt sehr, sehr interessiert, weil es ist, finde ich, ein Vorwurf, den man belegen muss. Das heißt, wenn du die Aussage machst,
Der Koran sagt, also Allah sagt, das Evangelium, also die Bibel und die Tora ist verfälscht. Dann kommt meine erste Frage. Ich glaube, sie ist berechtigt und ich glaube, jeder Christ oder jeder Jude würde jetzt fragen, sie wurde verfälscht. Kannst du mir sagen, wann sie verfälscht wurde erstmal? Wann genau, also Allah sagt im Koran keine Zeitangebung, doch Allah sagt, dass die Juden damals, zum Beispiel wurde den Juden befohlen, in die Stadt einzugehen und sich niederzuwerfen und zu sagen Vergebung. Doch die Juden haben das verdreht, rutschen auf ihren Po und sagten ein Korn auf ein Halm, ein Korn auf ein Halm. So, Okay. das heißt, da haben die schon angefangen, die Schriften zu verfälschen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Sure 5, Vers 47, wir ließen Jesus, den Sohn der Maria, ihre Spuren folgen, zur Führung dessen, was vor ihm der Tora war. Und wir gaben ihm das Evangelium, worin Führung und Licht war, für und zur Okay. Erfüllung dessen, was schon vor ihm der Tora war, und die Führung und Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Okay, kannst du mir zeigen, wie gesagt, wann wurde sie verfälscht? Wir müssen erstmal wissen, wann sie verfälscht wurde und von wem sie verfälscht wurde und wo ist das Original? Und das Original gibt es. Erstmal müssen wir wissen, was war damals die allererste Sprache, die Ursprache, die wissen wir nicht mehr. Aber Wir du leben in kannst einer ja, Zeit. Entschuldigung, Adrian, guck mal, der Abu Ganja hat ja mehrere Punkte gesagt. Guck mal, meine Ja. Empfehlung ist, Adrian, gib doch den Abu Ganja einen einzigen Punkt aus dem Koran, dass es steht, dass die Tora und das Injil verfälscht ist. Zeig uns das erstmal. Ja, warte, dann lass mich das jetzt mal suchen, Spani. Kein Problem. Wir geben dir Zeit, Adrian. Kein Problem. Alhamdulillah, ich hab den Koran schon bis jetzt schon 10-mal durchgelesen. Ich kenne ihn zwar nicht auswendig, Alhamdulillah, aber Aber du gehst schon in Richtung Hafiz auf jeden Fall. Du kennst dich ja schon ein bisschen aus. Alhamdulillah, ich versuche mein Bestes. Guck mal, lass mich mal kurz überlegen, Spadim, wo stand das nochmal? Ich hab ja gerade ein Beispiel aus dem Koran erzählt, wo die Juden auf den Po rutschen und sagten ein Korn auf ein Halm. Ne? Das ist keine Aussage, das bringt uns gar nichts. Oder die Juden verdrehen einen Teil der Schrift, damit ihr zur Schrift gehört, doch es gehört nicht zur Schrift. Das steht auch im Koran drin. Stimmt, aber das heißt nicht, dass die Schrift verfälscht worden ist, sondern dass die Leute andersrum interpretieren. Aber es besagt nicht, dass die Schrift verfälscht worden ist. Verstehst du? Genau. Ja, Allahu Alam, ich weiß ja nicht, was die Tora sagt, weil die Tora ist ja das Gesetz von Moses, ne? Und nach dem Gesetz kann man ja richten, aber das bringt dir nichts mehr. Du musst jetzt, guck mal, stell dir mal vor, deine Religion ist wie ein Puzzlestück, okay? So, und du hast 100 Teile für ein Puzzle, wo du Planeten hast, wo du Ozean hast, wo du Berge hast, wo du Seen hast, wo du Tiere, Menschen, Pflanzen hast, und ein Puzzleteil fehlt. Kommst du mit dem Puzzleteil fertig? Nein, bei Allah, das Puzzle wird niemals fertig sein. Verstehst du, was ich meine? Elia, Bruder, hörst du mich? Ja, Bruder, ja. Hol mal ganz kurz eine Dame hoch. P.J. Sie will die ganze Zeit hochkommen, Bruder. Hol sie mal hoch, bitte. Du weißt, wie das geht, oder? Achso, ja, jetzt, ja. Aber Habibi Adrian, Bruder Khanjar, Ja. Ja. Er versteht den Koran nicht. Er ist ein Deutscher. Hello. Hallo, guten Shalom. Abend. Er ist ein Deutscher, er kann kein Arabisch. Adrian, في bitte قول Arabi, Habibi. العربية ضعيفة نعم بتكلم العربي انت في قول العربية ضعيفة شو معناتها استنسو الله أعلم مش فاشتينش كان عندي عربي مش مستخلي الحمد لله رب يا العالمين شو مال حبيبي انت فاشيست كان عربيش انت بس einfach blind in die Islamin hineingegangen und einfach verplappert wie ein Papagei schon wenn ich das sage schau mal Habibi Adrian wenn wir zeigen zum Beispiel dass Koran Fehler hat glaubst du dass der Wo Koran das Fehler hat denn? Wo das denn? auf Arabisch Allah sagt im Koran, inna lahal dikr wa inna lahafidun. Wie ich ja habe ja dir mal Allah kann viel gesagt, ich sagen werde Hüter sein. Habibi Adrian Allah kann viel sagen aber was ist wenn wir zeigen dass Allah sogar sein Wort nicht wortwörtlich so gesendet hat, sondern fehlerhaft ist. Gib mir ein Beispiel, damit er mal weiß, um was es hier geht, aber Dings der Wahrheit. Gib mal Adrian, unser Habibi, mal ein Beispiel. Ja, aber er glaubt wirklich, dass der Koran wirklich von Gott ist und keine Fehler hat. Also hast du Ja, einen Sheikh? natürlich ist der Koran von Gott. Adrian, hast du einen Sheikh?
Im Moment nicht mehr, haben sie da Plan. Ich bin allein am Wohnen. Warum? Er hat da pleite gemacht, dein Sheikh, oder was ist mit ihm los? Nein, ich bin umgezogen. Ich bin nicht Bonn, hatte ich einen Gelehrten. Okay, André Habibi. Von heute aus, ich bin dein Sheikh, Sheikh Ali. Okay, Habibi. Inshallah, ta'ala. Okay, Habibi, ich bin dein Sheikh. Ich bringe dir Jesus Christus bei die Bibel. Schau mal. Wo der Koran hilfreich geworden ist, weil der Koran hat keine Fehler. Okay. Ja, ich zeig dir, und dann gehst du zu deinem Sheikh. Sagst du, dieser Kafir, diese Christen sagen, dass es Fehler Koran gibt, aber ich zeige dir, was die Ulema sagen. So, wer ist zum Beispiel Ibn Abbas? Adrian? Ja. Wer ist Ibn Abbas? Ibn Abbas, Rahimullah Ta'ala, beziehungsweise Radiallahu Anhu, ist einer, der Tafsir-Übersetzung hat. Also beziehungsweise derjenige, der den Koran am meisten auswendig hat und der hat den Koran erklärt. Der ist ein Mufassir und ein Tafsir. Und wer war der? Ha? Er war ein Sahaba, oder? Ja, Sahaba, richtig, genau. Und war Cousin von Muhammad, oder? Ja, Allahu Alam kann sein, ja. Doch. So. Schau mal, hast du Koran bei dir auf Arabisch? Vielleicht kannst du das ja, lesen. Ja, ich habe Koran auf Arabisch und auf Deutsch. Okay, schlag mal Sure An-Nur 24, Vers 27 auf. Sure An-Nur? Genau, Sure An-Nur. Die 24. Sure, ne? Genau, und dann 27, der Ayah. Moment, schlage ich auf, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Moment, ich kurz. Okay, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sure An-Nur. Aber Khadija, ich werde nur dieses Thema machen, dann kannst du weitermachen, Habibi. Ach, Bruder, kein Problem, Habibi, kein Problem. Das ist nee, kein Problem, Alhamdulillah, ich bin offen, Maschallah, für alles. Aber Ali, du hast die gesagt, Bühne, Habibi, alles gut. Nein, kein Problem. Okay, Sura Nur habe ich. Welchen Vers? 27, Ayah 27. Elia. Ja, Bruder. 27. Mach mich groß, Bruder. Ja? Mach mich mal kurz groß, aber Ali nicht mit diesen Jeans, oder? Heute nicht, oder? Okay, habe ich. Vers 27, ne? Genau. Es kann sein, dass bei mir. Was willst du hinaus? Willst du schlechte Dinge wissen oder willst du am Tag der Auferstehung wissen? Was kann sein, dass bei mir ein bisschen verrutscht ist? 26 und 27. Hier steht ja, Ayyuhallazina. Guck mal, das ist das hier. Ja, Ayyuhallazina Amenu. Hier, wo ihr dir glaubt, betretet durch die andere Häuser. Also, versteht, was ich meine? Ja, Moment. Genau. Schlechte Dinge, ne, hier, oh, dir glaubt. 28, ja, ist ein bisschen verrutscht bei mir im Koran. Yeah. Genau, das kann Unterschied nicht geben, ja. Tanisu wa tuhimu ala ahliha zalika khairun lakum la lakum tadhakkarun. Meinst du den Vers? Allah. Okay, hier bei, ja, genau, den bin ich. Guck mal, hier bei Tastanasu, kannst du das? Dieses Wort hier, Tastanasu? Tastanasu? Tastanasu. Hatta Tastanasu. Was damit? Aha, dieses Wort hier, sagt Ibn Abbas und At-Tabari, es ist ein Fehler im Koran. Glaubst du das? Allahu Alam, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn Fadal, ich jetzt ein Wort das nehme, ist ja Tafsir. Der Koran wird das ist ja, okay. Guck mal, Habibi Adrian. Ich bringe dir bei, damit du deinen Sheikh sagst. Und dann kann Sheikh zu mir kommen. Das hier ist At-Tabari. Der Tafsir At-Tabari. So, was sagt er? Ibn Abbas, von Ibn Abbas, dieser Vers betritt keine anderen Häuser als deine. Bist du um Hilfe gebeten, um ihn angefleht hast, und er sagte, es ist ein Fehler der Schreiber. Das ist sahih. Hadith sahih. Es ist authentisch. Dann gegen wir, was sagt zum Beispiel beide sahih, sahih Muslim, sahih Bukhari, Ibn Abbas bezüglich der Aussage Allahs. O, die ihr glaubt, betretet nicht anderen Häuser, die ihr nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr um bemerkbar gemacht hat. Was sagte Ibn Abbas? Der Schreiber hat einen Fehler geschrieben. Geschrieben. Bom. Jetzt gehen wir weiter. Wo steht das Fehler? Das Fehler ist, wo? In
Bruder, Manuskripte. du kennst sogar die Sekunde und Minute. Wahnsinn. Genau. 10 Manuskripte. Wahnsinn. die geht auf die Sekunde. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, Habibi Adrian. Hier, okay. Das alte Manuskript steht geschrieben, dieser Fehler ist von wem geschrieben? Von die, die alte Manuskripte geschrieben, dieser Fehler ist im Koran und man, keiner kann das wegnehmen. So, wie kann Allah sein Wort mit fehlerhaft sein? Ibn Abbas, Al-Tabari, Sahih al-Muslim, Al-Bukhari. Alle sagen, es ist Fehler im Koran. Bumm. Was machen wir jetzt, Adrian? Was machen wir jetzt, Adrian? Okay, die Frage ist, wo hast du den Text diesbezüglich her? Und guck mal, ich gehe mal kurz davon durch, ich gehe mal auf meine Übersetzung. Und zwar heißt es, oh, die glaubt, betretet nicht andere Häuser, die andere betretet nicht andere Häuser als die euren, bevor ihr um Erlaubnis gebeten und ihre Bewohner begrüßt habt. Und das Beste für euch, auf das ihr achtsam seid. Okay. Genau. Und auf Deutsch, so, und auf Deutsch ist es, auf Deutsch ist es ist einfach nur Lüge übersetzt. So. Warum? Weil der arabische Wort hier ist nicht wortwörtlich übersetzt worden. Wenn die das übersetzen, dann müssen die Gelehrten lügen und sagen, hier ist ein Fehler. Aber die machen das nicht, die verdrehen das Wort. Okay. Genau das ist es, Taqiyya. Man darf Taqiyya machen, um Menschen anzulügen, um Menschen zum Islam zu bringen. Warte ganz kurz, erklär mal den Zuschauern, was ist Taqiyya erstmal, damit die wissen, was Taqiyya überhaupt ist. Was ist Taqiyya? Und verfälschen. Wie bitte? Verfälschen. Das heißt, du darfst bewusst, laut deinem Gott, darfst du lügen und verfälschen. Ja, das machen die manchen. Manche machen das, aber... Darf man das laut Islam? Darf man bewusst lügen oder nein, fälschen? Nein, darf man nicht. Du darfst nicht lügen und nicht verfälschen. Für was aber ist dann die Taqiyya? Ich erkundige mich. Ganz, Adrian, ganz kurz. Ja, aber erklär mal ganz kurz, für was steht dann Taqiyya? Es gibt Tahrif, yani. Tahrif heißt verfälschen und nicht richtig übersetzen. Aber warum tut man bewusst extra verfälschen? Das heißt, Allah erlaubt dir, dass du bewusst fälschst. Warum? Nein, Allah erlaubt das nicht, verstehst du? Nur weil andere Menschen so etwas tun, heißt noch im Koran nicht, steht ja Taqiyya. Erkläre mir uns, also uns den Leuten, also den Zuschauern, ab wann darfst du Taqiyya anwenden? Allahu alam, diesbezüglich habe ich noch kein Thema diesbezüglich. Ich kenne mich nur mit dem Koran aus diesbezüglich. Okay, Ali, hörst du mich? Bibi Abu Khanja, tfadal. Erkläre mal, Habib Albi, erkläre mal den Zuschauern und uns allen, klär uns auf. Im Koran kommt ja Taqiyya vor, stimmt's? Klar, Taqiyya, du darfst die Menschen anlügen, zum Beispiel Ibn Ashraf, als der Dichter, wo Mohammed ein Dicht geschrieben hat und hat Mohammed gesagt, wer wird für mich töten? Dann hat seine Kommandeur von Mohammed gesagt, darf ich Lüge und Taqiyya tun, um ihn zu töten, zu täuschen? Mohammed sagt, du darfst es. Allah selber schreibt sich doch Taqiyya zu. Er ist der beste Wissen. Genau. Genau. Ah, okay. Und dann geht er und dann haben die ihn mit List, den Ibn Ashraf getötet und seinen Kopf abgemacht und von Mohammed gebracht. Und Allah selber sagt, wa makar makar Allah ghayru makrin. Allah ist der beste Listenschmied. Das heißt Täuscher, Betrüger. Es auf sind Arabisch, viele auf Arabisch, heißt Khadda'. Hinterhältig, Lügner, listig, Betrüger. Genau, und der Koran enthält noch Fehler, historische Fehler. Beispielsweise in Sura 7, Vers 157. Jesus, weil da sagt Musa zu seinem Volk, oh mein Volk, ihr glaubt an das Hinji, wo sie den Gesandten finden werden. Und an die Tora. Das Problem war, dass das Hinji kam erst 1000 Jahre später. Das heißt, da gab es doch gar kein Buch. Aber Allah sagt es in Sura 7, Vers 157. Jesus wird als 1000 Jahre nach Moses geboren, aber entspricht Allah zu Moses über das, was in Jil, das Buch, das Jesus gegeben wurde, geschrieben steht. Das ist Fehler. Okay. Dieser kam doch 1000 Jahre später. Ja, warte mal, Vers, so, du suchst Versuche 7. Auf jeden Fall, guck mal. Hatta Tasnisu. Guck mal, ich verstehe das zwar auf Arabisch, aber der Punkt ist, ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen, weil mein deutsches Vokabular reicht dafür okay, nicht aus. Guck mal, dann lassen wir das mit dem Fehler. Jetzt erkläre mir bitte eine Sache. Wie viele Flügel hat ein Engel?
A, 2 oder 3 oder 4, sagt der Koran, Sura 35, Vers 1. Kannst du lesen? Ja, ich kenne die Sura, Alhamdulillah, okay. Aber laut Sahih al-Bukhari verschiedenen Flügeln erschaffen. Ja, aber laut Sahih al-Bukhari hat der Engel Gabriel 600 Flügel. Das passt doch nicht, ja, zu Allahs Wort. Nein, guck mal, der die Engel, du musst die Mehrzahl, der die Engel erschafft, so wie er will. Aber Jibril hat eine Form, die nur Allah weiß, weiß ich meine. Und ja, Bruder, jetzt aber guck mal, der Engel Gabriel steht doch in Surah 100, Vers 1, da steht doch drin, dass Gabriel, sagt Allah, 2, 3 oder 4 Flügel hat, sagt er. Er gibt die Zahl schon an. Nein, der die Engel, warte mal, wir lesen mal. Nein, aber Gabriel hatte laut Sahih al-Bukhari 600 Flügel gehabt. Ja. Das passt nicht, Bruder. Also guck mal, bei aller Liebe. Weil guck mal, Allah weiß noch nicht mal, wie viel Flügel ein Engel hat. Weil guck mal, oder vier, das heißt 2, 3 oder 4, das ist ungenaue Zahl. Oder vielleicht nein, mehr. Bruder, wenn Allah allwissend ist, dann gibt er eine Zahl und sagt, es ist 4. Aber er sagt 2, 3 oder 4. Das heißt, Allah kennt noch nicht mal seine eigenen Engel nicht. Nein, es hat damit nichts zu tun. 2, 3 oder 4, das heißt, es gibt verschiedene Engel. Entweder ein Engel mit 2 Flügeln, ein Engel mit 3 Flügeln. Nein, oder das ein Engel mit 4 Flügeln. Guck mal, der Vers impliziert ganz genau über Engel Gabriel. Guck mal, ich lese euch das vor. Ja? Alles gebührt Allah, dem Urheber der Himmel und der Erde, der die Engel zum Boten gemacht hat. Und dann sagt er über Engel Gabriel, dass er 2, 3 oder 4 hat. Und er okay, steht Schöpfer auf Arabisch Ruh al-Qudus? Nein, ja, Matana wa Ruh al-Qudus. Warte, welche Sura war das jetzt? Die Sura 7, ne? Sura, Sura 35, Vers 1. 35, Vers 1, so lese ich mal nach, Spanien, wo, wenn das über Jibril besprochen wird, dann müsste der Hadith, dann falsch sein, aber Allah alam. Nein, Sura, Bruder. 35. So, guck mal, Sahih al-Bukhari sagt das selber. Und hier sehen wir Sura 53, Vers 9 und Vers 10 geht es auch um Gabriel. Und da sagt er das auch nochmal. Okay, warte, schauen wir mal nach. Weil wenn wir das Thema jetzt beendet haben, Bruder Elia, will ich Adrian noch einen anderen Punkt kurz zeigen, über die Thematik mit den Juden und mit den Muslimen. Also in Israel-Palästina gibt es einen Punkt, der kommt auch in Sahih Bukhari vor. Sahih Muslim. Das würde ich Ihnen erst auch gerne mal vorlesen. Und es ist sehr, sehr interessant, was da steht. Achso, der ist rausgegangen. Wo ist der Adrian? Adrian? Ah. Der ist vielleicht rausgeflogen. Adrian, komm bitte wieder hoch. Ja, vielleicht hat jemand gemeldet. Die Muslime selber. Das kann sein, weil die haben ihn auch geschrieben, geh raus die ganze Zeit. Ja, ja, das ist ein feiger Volk. Vielleicht kommt er wieder hoch, weil er war eigentlich sehr, sehr netter Adrian. Der ist ja eigentlich eine Berühmtheit, ne? Ja, der. Elia, hörst du mich? Ja. Yeah. Komm mal bitte wieder hoch. Achso, der ist da? Ja. Adrian, komm hoch, du bist rausgeflogen. Okay, jetzt. Alles gut, Adrian. Hörst du mich, Adrian? Plan, ich höre dich rausgeflogen oder was? Ja, es ist passiert, alles okay. Ja. Guck mal, Subhanadim, erstens, Allah Subhajal sagt im Koran selber, dass er den Koran herabgesandt hat, das sind eindeutige Verse und mehrdeutige Verse. Das heißt, Mutashabiha, das heißt Verse, die sich unterscheiden, so. Und keiner versteht den Koran außer Allah Subhanahu wa Ta'ala. Weißt du, wie ich meine? Achso, der ist dann also doch nicht so klar, der Koran. Nein, der Koran ist nicht so klar, wie er ist. Guck mal, der Koran. Achso, weil die sagen doch immer, der Koran ist immer so klar und deutlich. Also für jeden, auch für Kinder. Sagen wir, guck mal, der Koran ist erstmal ein schweres Buch zu verstehen. Im Koran gibt es Verse, die sind ganz klar, wie sagt man das auf Arabisch? Ich kann es auf Arabisch nicht. Nee, ich verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, im Koran sind Verse, die sind ganz klar und deutlich, sind das Kern des Buches. Dann gibt es Verse, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Deswegen beispielsweise mit den Engeln. Das hat mit Jibril aber nichts zu tun, sondern das hat mit den Engeln zu tun. Hör mal, Bruder, jetzt guck mal, bei aller Liebe. Ja. Alles gebührt Allah, der Erschaffer, der Mutter, der die Engel erschaffen hat, zu Gesandten gemacht hat mit Flügel. Je 2, 3 oder 4. Willst du mir sagen, dass der Engel Gabriel kein Engel ist?
Ja, doch, aber er erwähnt nicht den Engel Gabriel. Er sagt, der die Engel, der hat sie sein sollen. Die Engel ist eine Mehrzahl. Allah hat sie erschaffen. Die Engel, die die Boten gemacht hat, der Engel Gabriel war doch ein Bote Allahs, oder? Ja, der ist auf jeden Fall der Bote Allahs. Ah, okay. Nicht, aber und hier steht nicht zwei, drei oder vier. Er fügt der Schöpfung hinzu, was er will. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. So, das ist das Erste. Wenn du sagst, nee, der Engel Gabriel wird nicht erwähnt, ist das nur eine Rechtfertigung, weil hier steht, wenn wir sagen, Beispiel, und er schuf die Menschen, das ist ja wir alle damit gemeint. Und so sagt auch Allah, die Engel erschuf er mit zwei, drei oder vier Flügeln. Welche Sura war das nochmal? Ich lese mal auf Arabisch und schauen wir mal nach. Genau, Sura also, 35, Vers 1. Sura 35, Vers 1, Sura, okay. Genau. Warte, Sura 35, Vers 1, schauen wir mal nach, ist kein Problem, haben wir. Sura 35, da war ich davor, Sura 35, Vers 1, schauen wir mal nach, Alhamdulillah, nehmen wir das auf Arabisch, weil das Deutsche nehme ich meistens nicht, nehme ich das Arabisch, ich verstehe es, aber ich kann es nicht übersetzen. Elia, kannst du mir Mord geben, Elia? Ja, Allah subhanahu wa sagt, gib mir mal kurz Mord. Alhamdulillahi. Fitra samawati wal ard wajilul malaika und wajilul malaika der die Engel und nicht Jibril, weil da steht nicht Ruh Qudus. Bruder, die Engel, Malakit, Malakikata, was bedeutet Malakikata? Die Engel, Ja'ilu. Ja, aber Ja'ilu steht da, Ja'ilu Malaikati. Hör mal, sofort. Wa al-Ardi Ja'ilal Malakatia bedeutet die Engel, das ist Mehrzahl gemeint, das ist nicht nur ein Engel, das ist die Mehrzahl von Engeln. Er schuf die Engel zwischen zwei, drei oder vier Flügel. Das ist eine Mehrzahl. Ja? Und ja, wenn du, das wäre jetzt so eine Ausnahme, jetzt, wenn du zum Beispiel in Sura Al-Baqarah, Sura 2, Vers 35 liest und Adam wurde, er schuf den Menschen, nach was? Er schuf den Menschen. Also Allah erschuf uns. Ja, das ist Mehrzahl gemeint. Ja, und so, da heißt es, da steht nicht, dass nur bestimmte Engel, nein, die Engel. Ja, aber die Engel steht ja, nicht. In Malakaja, hör zu, Rasula Ula, er sagt das, da sind die Boten Allahs, die Engel erschuf er, das ist Mehrzahl. Erstmal das, guck mal, das zweite Sache ist, in Sura 3, Vers 7 hast du etwas gesagt. Bruder, jetzt Hand aufs Herz. Ich gebe dir ein Buch. Allah sagt, dass das Buch klar und verständlich ist. Aber so klar ist es doch gar nicht in Sura 3, Vers 7, weil da heißt es ja, niemand kennt seine Deutung außer Allah, er selber. Das heißt, er ist der Einzige, der die wahre Deutung des Korans kennt. Was bringt das dann die Menschen, wenn er nur alleine die Deutung kennt? Was bringt das dann für einen Menschen dann? Guck mal, der Koran hat eine, der Allah Zawajal sagt, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَى لِلْمُتَّقِينَ. Dies ist das Buch Allahs, an dem es keinen Zweifel gibt. الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ. Die an das glauben, was vor dir herabgesandt worden ist, die das Gebet verrichten und die diese Kerl und das sind diejenigen und die mit dem, die an das Jüngste, die an den jüngsten Tag glauben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht, okay? So. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch selber über Jesus in der Sura Maryam zum Beispiel, die ganze Geschichte von Maria von einer Seite, von einer Erzählungsseite, als würdest du einen Zeuge haben. So. Und Allah subhanahu warnt und er sagt zum Beispiel, was diejenigen anbelangt, die Krankheit in ihren Herzen haben, die folgen dem, was mehr zu deutend ist. Du musst auch den Kontext verstehen. Okay. Beispielsweise. Allah aber hier, guck mal hier, bitte. Nein. Guck mal bitte. Elia, mach dich groß und dann kannst du zeigen, Bruder. Ja, wie mache ich das nochmal hier? Groß. Einfach um dein Video. So. Okay, hier, guck mal, dann kommt ein neuer Satz. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Das ist ein neuer Satz. Aber niemand weiß ihre Deutung außer Allah. Und diejenigen, die im Wissen festgehalten sind, sagen, wir glauben dran, alles ist von unserem Herrn. Aber diejenigen, die bedenkt, die Verstand besitzen. Am Ende zählt nur der Glaube. Du musst nur glauben. Aber die Deutung, die wahre Deutung kennt Allah nur alleine. Was bringt dir das, ein Buch, was Allah herabgesandt hat, was nur er versteht? Alleine genau. Kennt die Deutung außer Allah. Das ist ein neuer Satz und das ist Punkt. Warte, Sura 3, ne?
Sura 3, Sura Al-Imran, Vers 7. Lesen wir auf Arabisch, Alhamdulillah, Amin. Weil wenn man das Deutsch, ich weiß ja nicht, wer hat das übersetzt auf deinem Handy da? Das ist von Max Henning. Ja, ein wahrscheinlich Henning, ein Israeli, oder? Ja, heißt es auch, guck mal. So, Ilme Yakuluna wa Habana begin Kalum min Rabina wa Yasakara illa Ulu Albam. Das heißt, Allah kennt, ist der Einzige, die Deutung kennt, nicht? Das ist schwarz auf weiß. Auf Arabisch steht das ja auch. Allah ist der Urheber, der alleine die Deutung kennt. Ja, die Deutung, du musst mir so verstehen, die Deutung von dem, was praktiziert werden muss, weißt du, ich meine? Adrian, so, was ich komisch finde, Adrian, wenn wir dir eine Quelle zeigen, dann philosophierst du so extrem, aber wenn wir dann fragen, im Koran sagst du ja, steht ja angeblich, die Bibel und die Tora ist verfälscht, dann da philosophierst du nicht. Da, guck mal hier. Das verstehe ich nicht. Also, lies mal bitte auf Arabisch. Allah, lies. Hier heißt es, Hualladhi anzalna alayka kitaba minhum ayatu muhkamatu hunna umma kitab umul kitab wa ukhruju mushabihat. Also mehrfach zu deuten und einfach zu deuten, okay? Und das, was einfach zu deuten ist, sind die Prophetengeschichten. Doch das, was mehrfach zu deuten ist, ist der Hukum, das Gesetz, ja, die Scharia, alles drum und dran. Das, was du gerade davor gelesen hast, da steht, Allah ist alleine, er kennt die alleinige wahre Deutung. Ja, warte, ich bin noch nicht fertig. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ غَزَيْرَةٌ Diejenigen, in dessen Herzen Krankheit ist, فَيَتَابِعُونَ Sie folgen مُتَشَابِهَا Sie folgen dem, was mehrfach zu deuten ist. مِنْهُمْ تِرَاءَ فِتْنَةِ um eine Versuchung zu Fitna zu stiften. وَغَيْرِ تَوِيلِهِ مَا لَا يَمْتَلِي لِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ Und dann إِلَّا اللَّهِ Doch keiner, also doch nur Allah weiß, doch nur Allah weiß, Rasihuna fil ilmi. Nur Allah weiß, was wirklich damit gemeint ist. Genau, er alleine kennt die Deutung. Richtig. Ja, und Allah Azzawajal ist der Urheber des Koran. Der Koran hat eine Überlieferung. Und ja, sag ich doch. Das ist doch. Aber das meint doch, Habibi, ja, das meint doch die ganze Zeit. Das meint doch Elia die ganze Zeit. Allah kennt ja, die wahre Deutung. Ja, ich weiß ja nicht. Guck mal, der Punkt ist, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Allwissende. Wir sind nicht allwissend. Allah ist allwissend und allweise, al-Aziz und Hakim. Okay? Okay, Bruder, jetzt guck mal, Adrian, ich gebe dir jetzt ein Buch. So, und ich sage zu dir, analysier mal dieses Gedicht beispielsweise. Machen wir bei einem Gedicht. So, und dann gibst du dein Bestes. Aber nur ich kenne die wahre Deutung. Was hat dir das gebracht? Nix? Nein, du musst, weißt du überhaupt, dass, ich weiß ja nicht, ob du das weißt, aber allem, weißt du das, wie die Überlieferungskette des Korans ist? Aber es hat doch mit dem nichts zu tun, Adrian. Gabriel und der Erzengel Gabriel zu Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Aber Adrian, es hat doch mit dem nichts zu tun. Guck mal, Elia sagt doch gerade, okay, dann bleiben wir im Prinzip weiß es nur Allah. Für okay, was wurde es herabgesandt, was die Menschen eh nicht verstehen. Richtig, Abu Khanjar. Guck mal, Adrian, ich versuche mal leichte Theologie mit dir zu machen. Ich frage dich jetzt ernsthaft. Moses hat mit Allah gesprochen, richtig? Ja. Okay. Isa hat mit Allah gesprochen, richtig? Allahu alam. Der Allahs Vater hat Isa das gelehrt. Nein, Isa hat auch mit Allah gesprochen. Das steht im Koran aber nicht. Mit wem hat jetzt Mohammed gesprochen? Doch, genau, Allah Azzawajal wird noch zu Jesus sprechen. Und zwar sagt hier, wenn Allah sagen wird, O Jesus, Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade gegen dich und gegen deine Mutter, als ich stärkte mit heiliger Offenbarung. Und heilige Offenbarung ist Ruhin Qudus Jibril. Ja, na, so. Also Jibril ist der Heilige Geist, oder wie? Ja, richtig, genau. Okay, jetzt frage ich dich, hat Mohammed mit Allah Angesicht zu Angesicht gesprochen, ja oder nein? Als sie den Himmel entgereist ist, hat er mit Allah so direkt gesprochen, wohin die Gebete oder nein, doch. Nein,
Die Gelehrten verwerfen diese Aussage. Der sagt, der hat das nur geträumt. Hat Moses... Wo das denn? Wo das ich, denn? Ich zeig dir das jetzt. Ich zeig dir das jetzt. Weil Adrian, du musst bedenken, Adrian, ja. Jeder Prophet, was heißt überhaupt Prophet? Was macht ein Prophet überhaupt aus? Es ist der Vermittler zwischen Mensch und Gott, stimmt's? Richtig, genau. Aber Mohammed war nicht der Vermittler zwischen Mensch und Gott, sondern der Vermittler zwischen Engel und Mensch. Für was war er ein Prophet, wenn er immer nur mit den Engel Jibril gesprochen hat? Er hat noch nie mit Gott gesprochen. Jeder doch, Prophet, natürlich. Jeder Prophet, guck mal, jeder Prophet, ob Abraham, Moses, Noah etc. etc. Sie sprachen alle mit Gott. Sie brauchten keine Engel, um quasi mit Gott zu kommunizieren. Nein, aber Mohammed hat nie mit Allah oder beziehungsweise mit Gott kommuniziert, sondern immer noch durch Jibril. Nur durch Jibril. Das heißt, Jibril hat eigentlich die Aufgabe eines Propheten übernommen, nicht Mohammed. Ich sag mal so, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran selber, und wenn Allah sprechen wird, oh Jesus, warst du es gewesen, der zu den Menschen gesagt hat, betet mich und meine Mutter an, und sagt er, gepriesen seist du Allah, niemals habe ich es gesagt, ich weiß nicht, was in dir vorgeht, aber du weißt, was in mir vorgeht. Abu nicht Khanjar, sagt ich zu ihnen, als dass du mich gewesen hast. Schmeiß ihn raus. Also, ich habe keinen Mod, Elia hat mir keinen Mod gegeben, ich habe ihm gesagt, er soll gehen. Er hat Angst, er sagt, Elia, gib mal Mod, Habibi. Nein, ich habe keine Angst, bei Allah. Adrian, der meinte ich nicht. Adrian, nicht du, Habibi, nicht du. Ein Muslim, der möchte. Guck mal, ihr seid Ahl al-Kitab. Allah sagt selber im Koran und sprach die Leute der Schrift nach, wie vielen Zeichen wir zu den Propheten gesandt haben. Und ich suche nach Wissen, haben sie da auf dem Ahl. Sehr gut, Adrian, du bist auf der richtigen Seite. Glaub mir, du bist auf dem richtigen Weg auf jeden Fall. Elia, hast du mir den Mod gegeben? Wie mache ich das, Bruder? Boah, ich kenne mich selber nicht aus. Aber jetzt habe ich dich hochgemacht. Einfach auf sein Dings gehen und dann machst du Mod. Da steht Mod machen, Bruder. Du musst auf sein Bild gehen und so. Also ist dann verstanden, wenn du ein Mann bist, komm mal hoch. Ich fordere dich hier raus. Guck mal hier im Koran habe ich was gefunden, dass Jesus direkt zu Allah gesprochen hat. Okay, und jetzt bin ich. Da sprach Jesus der Sohn Maria, O Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch vom Himmel herab mit Speisen, der ein Fest für uns sei, einer von uns und für den Letzten von uns und ein Zeichen von dir. Allah sprach, siehe, ich will ihn herniedersenden von euch. Doch Jesus hat direkt zu Allah gesprochen. Wie bitte? Jesus hat direkt zu Allah gesprochen. Ja, das sagen wir doch auch. Aber das sag ich doch die ganze Zeit. Das hat er doch gesagt. Isa hat direkt zu Allah gesprochen. Ibrahim, ja. Nuh, hör zu, Ibrahim, Nuh, alle haben mit Allah direkt gesprochen, außer Muhammad. Nur Muhammad nicht. Aber warum? Nur Muhammad nicht. Und ihr sagt selber, Nabi Muhammad ist der Siegel aller Propheten. Und wieso? Gerade Mohammed hat nie mit Gott gesprochen, obwohl er der letzte, angebliche letzte Prophet ist und der Siegel aller Propheten, sagt er. Und das ist schon ein. Und gerade er, von allen Propheten, gerade er hat noch nie mit Gott gesprochen. Weil ich bin ehrlich, ich sag dir nur eins, wenn man sich jetzt die Bibel, ne, also das Evangelium und auch die Tora wirklich mal recherchiert, dann wird man sehen, dass man sogar Engeln nicht mal vertrauen soll, unbedingt. Ja? Weil der Teufel kann sogar in der Gestalt eines Engels kommen. Das heißt, du musst sehr vorsichtig sein, was der Engel dir sagt. Du musst sehr vorsichtig sein. Das ist ja das Problem, die Offenbarung, er war ja verzuckt. Genau. Das heißt, als er die Nachpreise erhalten hat, war er verzuckt und das war wie so ein Trance. Da sagen die Gelehrten. So. Al-Tabari sagt das zum Beispiel. So, das ist das Zweite. So, und das ist ja das Problem. Aber das ist nicht richtig, Panadim. Die Gebete, warte kurz. Guck mal, die Gebete, die fünfmaltägigen Gebete, als Isra, also in der Nachtreise, die 17. Sura, da kann man nachlesen, die Nachtreise, die Prophet Muhammad zusammen auf einem Burat gemacht hat. So, da ist er in den Himmel ins Vorgestiegen. Und Allah sagt sogar selber im Koran, dass der Prophet Muhammad ihm nochmal näher kam. Okay, und aber Aisha sagt in meinem Hadith, Bruderherz, Adrian, guck mal, Aisha hat gesagt, wer behauptet, dass Mohammed Allah gesehen hat, ist ein Lügner. Nein, es wurde gefragt, hast du Allah gesehen? Er sagte, wie soll ich Allah sehen, wo ich nur Licht sah? Ja,
sofort, genau. Und sagen nur nicht. Ja, genau, und das ist ja der Punkt. Der Tabari sagt das hier, dass er, was hat er gesehen? Er hat in Verzukung, er war quasi in Trance und ist dann mit dem Burra quasi nach 1000 Kilometer angeblich zu der Al-Aqsa-Moschee gereist, obwohl die Al-Aqsa-Moschee 60 Jahre später gebaut worden ist. Nee, die Al-Aqsa-Moschee, die hat schon gestanden bei uns zu von Mohammed. Nein, Bruder, nein. Und doch, Abdul steht das. Abdul Al-Malik hat die Moschee erst, die Al-Aqsa quasi aufgebaut unter Abdul Al-Malik. Genau. Aber wenn wir schon dabei sind, ganz kurz, Adrian, ich will dir gerne was vorlesen. Es ist von Sahih, also von Sahih Muslim. Buch 41, Hadith 6981. Gut zu hören, Adrian. Du kennst bestimmt diesen Vers. Der Gesandte Allahs sprach, es werdet im Kampf verwickelt sein, er werdet im Kampf verwickelt sein mit den Juden und ihr werdet sie abschlachten. Manche übersetzen auch mit töten, dann halt von mir aus töten. Bis selbst ein Stein sagen würde, komm hierhin, Muslim, da ist ein Jude. Er versteckt sich hinter mir. Komm her und schlachte ihn ab. Sahih Muslim, Buch 41, Hadith 6985. Der Gesandte Allah sprach, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einem Stein oder einem Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen, O Muslim, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Doch der Baum namens Rarqat wird nicht sprechen, denn er ist ein jüdischer Baum. Jetzt stell dir mal vor, du liest sowas. Findest du nicht, Adrian, dass es extrem gefährlich, wenn man sowas liest, dass Allah sowas sagt? Und hier steht der Gesandte Allah. Das heißt, Muhammad, also Habibullah, sagt hier, man soll die Juden töten. Wieso also steht sowas da? Genau, das ist jetzt interessant, Adrian. Was sagst du dazu? Das hört sich an, wie mein Kampf irgendwie, ne? Aber ja, ich sag mal so, das bezieht sich auf die Jungs, das bezieht sich doch auf eine Zeit, die wahrscheinlich noch kommen wird, wo das passieren wird. Ich kenne den Hadith auch, aber Hadithe, mein Bruder, brauchen Erklärungen, weißt du, wie ich meine? Weil diese Hadithe ist eine Geschichte des Paradigmen, die wir erst noch eine Erklärung machen. Beispielsweise, es gibt einen Beweis. Allah sagt, Yudukhulu Jannah, tritt ins Paradies ein. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagte, keiner von euch wird ins Paradies gehen, außer, dass man Allah mit dir barmherzig ist. Nicht durch unsere Taten gehen wir ins Paradies, außer, dass Allah mit dir barmherzig ist. Okay, Adrian, Habibi, Khaye, ganz kurz, philosophierst zu viel, Habibi, ganz kurz. Hier steht eindeutig in den Hadith, was mit den Yahud passiert. Warum philosophierst du jetzt, Habibi? Geh mal bitte darauf ein und erkläre uns, was ist damit gemeint mit den Juden, dass man sie töten soll. Sogar die Steine würden sprechen und sagen, hier, hinter mir ist ein Yahud, töte genau, ihn. Also, genau, Bruder. Eine Kurznot, damit ich das zeigen kann. Von hört man nicht? Ja, wir hören. Ja, das ist Abu al-Asani Afghani. Er sagt sofort, ich zeig dir gleich den Tafsir von Al-Tabari. Guck mal, er sagt auch hier, der Traum im Schlaf bedeutet er. Das heißt, er im Schlaf, und Tabari sagt, er hat eine Verzuckung gehabt. Er hat eine Verzuckung gehabt. Ich meine, so Allah wird sowieso darüber richten, worüber wir gerade uneinig sind, weißt du, ich meine? Adrian, Habibi, Allah hat nie mit Muhammad geredet, das war nur die Jibril. Und wir wissen, dass Jibril zum Beispiel, dass er Mohammed getäuscht hat. Okay. Verstehst du? Jibril war nicht Engel Gottes. Was sagt die Bibel? Es ist auch kein Wunder, dass der Teufel als nicht das Engel sich verkleiden kann. Mohammed ist doch von ihm aus der Höhle Hira abgehauen. Er war am Zucken, seine ganze Nacken war am Zittern. Er ist zu Khadija gegangen, was sagt er? Sammeluni, Sammeluni. Ich überlege, wer hat Todesangst gehabt. Genau, wer hat Mohammed zu Propheten gemacht? Khadija Warqa bin Nufal. Und eine Frau, du weißt, ihre Zeugen, eine Frau als Zeuge ist ja nur zur Hälfte, ne? Genau, und es steht geschrieben. Ihre Aussage. Genau, und Hadith steht geschrieben, فَإِنَّ وَرَقَ بِن نُفَلْ كَانَ يَكْتُبُ كِتَابًا عَرَبِيًا قُلُ مِنْ تَوْرَةُ وَالْإِنْجِيلِ. Und an dem Zeit hat Warqa bin Nufal ein Buch geschrieben auf Arabisch. Er schrieb von Tora und die Bibel.
Okay, Spanier, erstmal kurz zurück zum Hadith. Wallah, dieser Hadith ist eine gewaltige Katastrophe. Aber Allahu Alem, ob dieser Hadith auch wirklich authentisch ist. Du weißt, es gibt Hadith, die sind nicht Sahih. Authentisch. Sahih al-Bukhari. Das war Sahih, also der mit dem Abschlachten mit den Juden? Auch, ja, das ist Sahih. Subhanallah, ja, das ist katastrophal. Genau das ist es, Adrian. Adrian, die haben dich angelogen. Und glaub mir, jeder, der Islam angeht, der wird nur von Dämonen besessen. Du wirst so verrückt werden, dass du nicht nur nichts weißt. Wie kannst du glauben, hast du jemals gesehen, dass der Teufel in deine Nase und deine Mund uriniert? Aber ehrlich, Adrian, glaubst du an sowas? Bitte. Nein, ich glaube nicht an sowas. Aber warum steht sowas? Warum sagt dann sowas? Warum? Allah, das ist auch noch, Allah, ist auch noch Sahih. Adrian, das ist sogar Sahih. Überleg mal morgens, wenn du aufstehst, vor deinem Gebet musst du dreimal deine Ohren waschen, damit der Scheitan rauskommt. Überleg, beziehungsweise deine Nase, sorry, du musst eine Nasenwaschung machen, dreimal, damit der Scheitan raus aus deiner Nase kommt. Habibi, nein, was ist denn das? Du keine Popel hast. Nein, da steht Scheitan ist drin. Scheitan ist in der Nase? Soll ich da vorlesen? Subhanallah, jetzt bin ich aber eigentlich. Sag mal, ich lese dir vor. Guck mal. Ihr seid ja Ahlul Kitab, ne? Richtig. Ja, wir sind die wahrhaftigen Christen. Wir leben nach dem Wort Gottes. Wir sind die Ahlul Kitab. Okay, dann habe ich nur eine Frage an euch. Glaubt ihr daran, dass Prophet war, dass Jesus nur ein Prophet war, oder glaubt ihr daran, dass er Gott ist? Jesus Christus ist Elohim Adonai. So, wir können gleich reden über Jesus Gottheit. Aber hier, das ist Sahih al-Bukhari. Und hier steht, Allahs Messenger sagt, die Stunde wird nicht kommen, bis ihr den Juden, und der Stein wird sagen, hinter mir versteckt sich ein Jude, hinter mir, O Muslim, hier ist ein Jude hinter mir, so kill ihn. Sag mir bitte, genau, wie sollen die diese Menschen Frieden haben mit Israel, wenn Allah mit solchen Worten kommt, mit Hadithen und seine Gesendeten? Er fordert die Menschen zu töten und sagt sogar die Steine und die Bäume zu kaufen. Töte die Juden. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Wallahi. Aber Adrian, soll ich dir nochmal vorlesen? Gut, das ist echt krass. Also als ich das gelesen habe. Ja, das ist sehr krass. Also überleg mal Sahih Muslim. Und der ist Sahih, du weißt, hier steht, der Gesandte Allah sprach, die jüngste Stunde wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Yahud kämpfen. Und die Muslime sollen sie alle töten. Und wenn sich ein Jude hinter einen Stein oder einen Baum versteckt, so wird der Stein oder der Baum laut sprechen, O Muslim. Da ist ein Yahud hinter mir, komm und töte ihn. Habibi, als ich das gelesen habe, ich habe eine Gänsehaut bekommen. Das ist ein absoluter, das ist ein Tötungsaufruf. Ein Aufruf, überleg mal, du hast die Lizenz zum Töten. Offiziell von deinem Gott hast du die Lizenz zum Töten. Und das ist richtig gefährlich, Adrian. Und ich weiß, du bist ein sehr intelligenter Mann. Du bist sehr intelligent, Adrian. Ich merkte schon an deiner Aussprache, dass du kennst dich wirklich aus. Wenn du was liest, dann studierst du es richtig. Und ich glaube, ich glaube auch daran, dass du so ehrlich bist, dass du gerade selber sagst, du bist schockiert. Du bist selber schockiert, weil... bei Allah, ich bin schockiert, subhanallah. Ja, das ist doch Wahnsinn, oder? Selbst die Hadith-Gelehrten gerade... Ja. Selbst der Hadith-Gelehrte, der Schach, das ist die Erklärung der Hadith, er sagt von Abdullah, O Sklave Allahs, hier ist ein Jude hinter mir, kill ihn. Dieser Vers, diese Aussage bezieht sich am jüngsten Tag, dass alle Juden, so wie Christen, abgeschlachtet werden. Wahnsinn. Ja. Das ist traurig, Wallah, sowas ist traurig. Von Ibn Masud und von Ibn Abbas aufgeklärt. Ich weiß, Adrian, du bist eigentlich eine gute Seele. Ich merke das schon, allein schon, wie du sprichst, dass du sehr ehrlich bist. Du bist kein Munafiq. Man merkt, dass du eigentlich kein Heuchler bist, sondern du bist eine ehrliche Person und du sagst auch das, was du denkst und was du auch fühlst. Und dann hört man das gerade, du bist selber schockiert und du sagst es, du heuchelst nicht so wie andere. Ja, nee, du sagst auch. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist auch Wahnsinn, Subhanallah. Du musst auch bedenken, nicht alle Hadith sind authentisch, ne? Weil Hadith sind katastrophal, ja. Da braucht man erstmal einen Gelehrten, der das auch erklärt, weißt du, ich meine? Was? Aber diesen Hadith, Wallah, der ist total schockierend, die armen Juden, Subhanallah. Ja, das ist echt nicht normal, definitiv. Wie findest du auch den Hadith, also das mit der Nase, soll ich das mal auch vorlesen? Ja, mach mal. Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ich meine, Nase waschen soll man, also die Nase ausspülen soll man.
damit, wie sagt man so schön, die Popel nicht drin sind. Die Popel sind. Im Prinzip, ja, wenn man das hygienisch sieht. Okay, ich lese dir vor. Sahih Muslim 238. Okay? Okay. So, da steht, warte, Moment, ich mach's kurz wieder auf. Moment. So. Ah, jetzt. Der Apostel Allah sagte, wenn einer von euch aus dem Schlaf erwacht und die Waschung durchführt, muss er seine Nase dreimal reinigen, denn der Teufel, also der Shaitan, verbirgt die Nacht im Inneren der Nase. A'udhu billah. Allah. Allah. Was sagst du dazu, Adrian? Was macht der Teufel in der Nase? Bruder, und das ist Sahih Muslim. Was macht der Satan? Der Scheitan in der Nase drin. Was macht er da? Und das Schlimmste ist ja, das Schlimmste geht es ja noch weiter, Adrian. 1,3 Milliarden, der Teufel ist so allgegenwärtig, dass er überall gleichzeitig in verschiedenen Orten sein kann. Okay, ja, das ist krass, Paul. 1,3 Milliarden sitzt der Satan an jedem muslimischen Nase. Ich gebe dir noch ein Beispiel, wenn du willst. Sahih al-Bukhari 3270. Von dem Propheten wurde erwähnt, dass es einen Mann gab, der die Nacht bis zum Morgen nach Sonnenaufgang schlief. Der Prophet sagte, er ist ein Mann, in dessen Ohren der Satan uriniert hat. Wie der Satan hat es. Ja, Adrian, bitte, das ist Sahih al-Bukhari. Adrian, ich küsse dein Herz. Siehst du, und das meine ich, Adrian, das ist doch nicht mehr normal. Nee, das ist katastrophal. Der uriniert in deinen Ohren. Bruder, aber Adrian, das Schlimme ist, es gibt noch viel schlimmere Sachen. Dass sogar Mohammed, ja, in einem Haus von Hafsa hochgeklettert hat und das ist echt krass. Eigentlich erwähne ich solche Sachen nicht. Der hat runtergekackt. Als ich das gelesen habe, Leute, ich war schockiert. Ich habe am Anfang erstmal gelacht und habe ich nochmal gelesen und dann nochmal gelesen und dann nochmal gelesen. Ich so, was ist das? Was für eine Nasiha? Was haben wir davon? Was inspiriert es jetzt, dass man sowas aufschreibt? Adrian. Müssen die Muslime das jetzt auch machen, indem sie in den Dächer da klettern und kacken? Also ich verstehe das nicht. Was bringt es, dass ich jetzt hochkletter? Also in Hafsas Haus ist er hochgeklettert und hat seine Notduft erledigt. Bruder, warum da oben? Allem, also soweit ich weiß, kenne ich noch Hadithe, dass der Prophet sich immer entfernt hat, wenn er die Notduft verrichtet hat. Und dann immer kam Sahabe und hatte die Wasser gebraucht, um es zu reinigen. Wahnsinn, aber Adrian, Wahnsinn. Adrian, also, laut der Koran und die Hadithen ist der Scheitan nur ein Hampelmann. Wenn du betest, während du betest, hast du schon mal was gemerkt, was der Teufel mit dir gemacht hat? Nee, bis jetzt noch nicht, Alhamdulillah. Aber laut der Hadith, sahih, er spielt mit deinem Intern, mit deinem Anus. Überleg mal, macht Gülle. Das ist doch nicht normal, ehrlich. Also, ich studiere lieber mehr Koran, weil der Koran mich macht. Aber die Sunna nimmst du an. Die Sunna nimmst du nicht an, oder wie? Nein, weil man nicht mehr weiß, genau was da drin ist. Also es gibt in Gebeten, gibt es Sunna diesbezüglich. Dann bist du ein Koranite. Nein, ich gehe nur noch den Koran. Die Sunna praktiziere ich zwar ein bisschen, ich habe aber keine Bücher. Ich hatte damals Sahih Bukhari Bücher. Zum Beispiel bei Sahih Bukhari steht, dass Musik erlaubt ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Töchter von ihm haben Flöte gespielt und auf einmal kam Abu Bakr rein, die haben dann gesungen, Lobpreislieder sie dafür Allah gemacht und dann kam Abu Bakr rein und sagt, das sind die Flöten, die du sagst, dann der Prophet und sagt, lass sie, war ein Beweis, sein Beweis, das muss ich heilen. Da hat er recht, guck mal, du bist eine ehrliche Seele. Sehr ehrlich. Ich habe darüber einen Vortrag gemacht, weil Abu Bakr kam rein, hat gesagt, oh Mohammed, Rasulallah, das ist doch vom Satan. Und dann hat Mohammed gesagt, lass sie. Du meinst diesen Hadith, ne? Ja, richtig, genau. Genau. Und das ist auch ein Widerspruch, Bruderherz. Weil Mohammed hat in anderen Hadithen gesagt, Schlagzeuge, Instrumente sind vom Schatan. Aber Mohammed hat das dann irgendwie erlaubt. Das ist doch Widerspruch, Bruder, oder nicht?
Das ist voll widersprüchlich, da gebe ich dir recht. Wahnsinn, guck mal, wie ehrlich, ey. Ich küsse dein Herz, Adrian, wirklich. Du bist eine ehrliche Person, ich habe dir auch sofort gefolgt. Du bist wirklich eine ehrliche Person, mit der man wirklich auch einen Dialog führen kann, eine Diskussion führen kann, sachlich, friedlich. Guck mal, es wurde nicht mal einmal laut, habt ihr gemerkt? Nicht mal eine Beleidigung. Da sieht man, dass Adrian... Soll ich beleidigen? Guck mal, ihr seid alle Kitab, ihr seid diesbezüglich viel, viel besser und viel, viel wissender als wir, weißt du, wie ich meine? Ja. Man soll euch Ehren handeln, aber man muss euch... Guck mal, seine Demut, Elias. Guck mal, seine Demut, Bruder. Guck mal, seine Demut. Mehr als manche Christen hier, überleg mal. Er hat mehr Demut, er zeigt mehr Demut als viele Christen, überleg mal. Ja, natürlich. Wahnsinn. Respekt. Adrian, ich habe eine Frage über den schwarzen Hund. Soll ein Jinn sein, Allah. Ah, ja. Warte. Glaubst du wirklich daran? An diese Sache mit. Wie kann man sowas sagen? Dass der schwarze Hund ein Teufel ist? Ja, das geht nicht klar. Auf jeden Fall, das kannst du fahren. Zumal. Adrian, ich habe eine Frage an dich persönlich. Ja. Ich weiß ganz genau, was in deinem Herzen ist. Sag mal bitte eher offen und ehrlich, als du damals mit deinen muslimischen Brüdern aufgewachsen bist und im Glauben und so, du hast ja den Koran und die Hadithen wortwörtlich genommen, richtig? Ich sag mal so, die Hadithe, die musste ich erstmal verstehen und dann habe ich Gelehrte gefragt diesbezüglich, was die Hadithe zu bedeuten haben. Also ich gucke immer auf die Bedeutung von den Hadithen und selbst im Bukhari sind Hadithe, die nicht ganz authentisch sind. Nur weil es heißt Sahih Bukhari oder der ist Sahih, gibt es Gelehrte, die sagen, nein, der ist nicht Sahih, der ist Sahih. Weißt du, warum, weil die sich schämen? Aber meine Frage ist ja eine andere, Bruder. Verrückt. Aber meine Frage, als du den Koran wortwörtlich nimmst, hat dir das Frieden gegeben oder... Weil viele Muslime, die den Koran wortwörtlich nehmen und die Hadithen, sind damals zu dem islamischen Staat ausgereist. Und ganz viele. Und das weißt du auch. Ja, das ist katastrophal. So was darf man nicht, subhanallah. Guck mal, im Koran habe ich zum Beispiel einen Vers gefunden, wo Jesus gesagt hat, oh mein Volk, dient Allah, das ist mein Herr und euer Herr, so dient ihn das denn gerade richtig. Deswegen, also, ja, qawmi, ibudullah, rabbikum, rabbikum, hada, sirat al-mustaqim. Und das hat mir Frieden gegeben, einen Gott anzubeten, das reicht mir. Und okay. Die Hadithe, die brauche ich nicht dafür, um Allah anzubeten. Aber hast du denn eigentlich ein Diss-Track gemacht gegen diese Leute, die zu euch gesagt haben, Salafisten? Ich habe bei TikTok ein Video hochgeladen, weil viele warten auf einen Track. Ich habe bei TikTok ein Video hochgeladen, das heißt, es ist in den Medien. Da rede ich über meine Tante, die verstorben ist, Rahimullah. Die ist auch konvertiert zum Islam, Alhamdulillah. Auf jeden Fall, da habe ich die Medien gedisst, wa? Aber der Track, der kommt noch in Schaden. Achso, du rappst noch? Ja, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ich disse die Medien, zerstöre sie wie eine Atombombe. Bitte meine 14, ich gebe dir einen Konter. Subhanallah, subhanallah. Du hast ein gutes Herz, ich merke eigentlich. Aber Adrian, schau mal, mir Spaß beiseite. Das alles führt dich nicht zu der Wahrheit. Der Islam ist nicht die Wahrheit. Es gibt doch nur eine Wahrheit, oder? Genau, schau mal. Der Islam lügt über die Wahrheit. Welche ist denn die Wahrheit? Guck mal, er täuscht, um die Menschen in die Irre zu führen und von der Wahrheit wegzunehmen. Guck okay, mal, und was ist dann die Wahrheit? Wenn ich zu dir sage, Adrian, ich bin ein Lügner, ein Betrüger und hinterhältig, willst du mir vertrauen? Nein. Du weißt ganz genau, im Koran, Allah sagt, ich bin ein hinterhältig. Er ist ein Listenschmied. Allah täuscht die Menschen. Was sagt der Teufel? Ja, die Ungläubigen, die schmieden Pläne und Allah schmiedet Pläne. Genau, und aber und die Ungläubigen zu vernichten, heißt es im Koran. Genau, schau mal. Aber Allah sagt, ich führe die Menschen in die Irre, wenn ich will. Verstehst du? So, Allah führt in die Irre. Wie kann sein, dass Gott Menschen in die Irre führt? Schau mal. Surat al-Maryam 83, sagt der Allah, er sagt dann, hast du nicht gesehen, dass die den Teufel auf die Menschen hetzen? Ala ra'aytu inna arsala shayatinu ala al-kafirin ya'zibun 'azza. Wie kann ein Gott Teufel auf Menschen hetzen? Das heißt, der Hetzer kommt von wem? Die Hetze kommt von Allah. Wer führt die Menschen in die Irre? Allah. Was hat der Teufel zu Allah gesagt? Ich bin sauer auf dich und ich werde Rache an den Menschen nehmen.
Warum sagt er, ich werde die Menschen, die Rache die Menschen nehmen? Weil du mich in die Irre geführt hast. Hm. Ihr klagt, Teufel, Allah, du hast mich in die Irre geführt. Hm. Aber laut Surat al-Maryam 83, Ala ra'aytu inna arsalna shayatinu ala al-kafirun ya'zu min hazza. Hast du nicht gesehen, Muhammad, dass wir den Teufel auf Menschen hetzen? Sag mir bitte, ist das Gott, der die Menschen hetzt und den Teufel vereint sich mit dem Teufel und der Teufel ihn als Lügner darstellt, als Irrenleiter und Allah sagt, ich führe euch in die Irre. Sag mir, ist das in deinem, Gott hat dir gesunden Verstand gegeben. Ja, ich finde das auch traurig. Ich finde es bei Allah auch traurig. Aber guck mal, Allah wird sowieso darüber richten, worüber die Menschen uneinig sind. Weißt du, ich meine am nächsten Tag. Adrian, eine Frage. Ich weiß auch und ich glaube dir auch, dass du wirklich an den einen Gott glauben möchtest und dass du auf der Suche warst an den einen wahren Schöpfer. Das glaube ich dir auch, dass du auf der Suche ja, warst. Ja, genau. Den bete ich weiß schon, was du meinst. Nee. Ich glaube es dir auch, dass du wirklich, dass deine Intention wirklich ehrlich ist, dass du wirklich an den einen Gott glauben willst und wirklich zu ihm beten möchtest. Aber jetzt ist die große Frage. Wir haben jetzt die Ahl al-Kitab. Ah genau, mach ihn mal groß, Bruder, dann rede ich gleich weiter, Adrian. Hier ist Adrian, Leute, hier ist Adrian. Zeig mal Adrian. Das ist ja ein Video, was ist das? Hier, das ist Adrian. So richtig mit Rap und richtig gesprochen. Das war noch Zeiten, Adrian, oder? Das waren Zeiten. Das war geschnitten, das Video. Die Vorgeschichte, die kennt ja keiner von dem Video, ne? Und ich habe ja schon da bei dem Video den Track gemacht. Ach so, okay. Also ich dachte, aber Bruder, ich Adrian, Spaß beiseite. Ich bin natürlich auf der Suche nach dem einen Gott, der mich zufriedenstellt. Genau. Da wollte ich jetzt hin, Adrian. Machen wir da weiter, ganz kurz. Ich habe mir ein Video abgelenkt, ganz kurz. Jetzt gibt es die Ahl al-Kitab, die Leute der Schrift. Das heißt, die Yahud und die Christen, die Masihi. So. Denkst du, aus deiner Sicht, denkst du, dass die Juden, Christen und Muslime, beziehungsweise, dass die Muslime an denselben Gott glauben, an den Juden und Christen auch glauben? Es heißt, Ilahukum Ilahum Wahid La Ilahu Rahman Rahim. Euer Gott ist ein Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, den Alababa, dem Herzigen. Okay, das heißt, du nennst deinen Gott Allah. Auf Arabisch, ja, aber ich sag auch Gott. Naja, es ist kein Problem, weil arabische Christen sagen auch Allah. Das ist ja nicht das Thema. Wichtig ist, du nennst deinen Gott Allah. Das heißt, Allah ist ja ein Titel. Das heißt ja nur Gott, der Gott. Ja, richtig. Stimmt's? Also, Allah heißt der Gott, richtig genau. Also ich habe auf Arabisch, sage ich entweder Allah, wenn ich Vorträge mache oder so, auf Live bin oder so, dann mache ich Allah. Aber ich sage manchmal Gott, weil ich glaube an den Schöpfer, der jetzt regnen alles lässt. Okay. Ich möchte nur woanders hinaus. So. Das heißt, wir haben schon mal eine Sache schon mal geklärt. Das heißt, du glaubst an den einen Gott. Jetzt ist die Frage, du nennst ihn Allah. Allah heißt nur Al-Ilah, das heißt der Gott. Alles in Ordnung. Wir haben aber ein anderes Problem. Wie können wir jetzt wissen, ob dieser eine Gott, an den du glaubst, der einzig wahre ist? Weil es gibt noch andere Glaubensrichtungen, ja, die auch an den einen glauben, das heißt monotheistisch sind, wie zum Beispiel, es gibt die Sikhs, es gibt die Zoroastrier, es gibt die Baha'i. Das sind Religionen, die auch rein monotheistisch sind und auch an einen Gott glauben und zum Teil sogar auch Allah ihren Gott nennen. Jetzt ist die Frage, weil sie ihren Gott auch Allah nennen. Glaubt ihr jetzt an denselben Gott? Sagen wir mal jetzt die Baha'i oder die Sikhs und die Muslime. Alle drei nennen ihren Gott Allah. Glauben jetzt alle drei auch an denselben Gott, weil alle drei Allah sagen? Wenn man Allah sagt, dann hat man sofort den Schöpfer vom Himmel und Erde angesprochen. Ne? Okay, das heißt, du gehst dann davon aus, weil sie ihn auch Allah nennen und monotheistisch sind, ja, auch wenn euer Tauhid nicht derselbe ist, aber trotzdem sagen, Allah ist der einzig Wahre, gehst du davon aus, weil sie ihn auch Allah nennen, dass es derselbe Gott ist, stimmt's? Ja, natürlich, klar. Okay, jetzt machen wir weiter. Jetzt rede ich mal mit einem, der glaubt an die nordische Mythologie. Er sagt, ich glaube an meinen Gott, ja, für mich ist auch nur ein Gott und das ist Thor, Odin. Aber okay. Er nennt ihn auch Gott. Weil im Deutschen, guck mal, in der deutschen Sprache
sagt man einfach nur Gott. Das heißt, die Christen nennen ihren Gott Gott, die Juden nennen ihren Gott auf Deutsch Gott und die Germanen, also die Heiden, nennen ihren Gott auch Gott. Das heißt, alle drei nennen ihren Schöpfer, wie auch immer, Gott. Glauben jetzt alle drei an denselben Gott? Ich sag mal so, Odin ist ja eigentlich mit Valhalla alles. Das war nur ein Beispiel, das war jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß. Aber alle drei nennen ihren Gott mit demselben Titel Gott. Glauben jetzt, genau. Glauben jetzt alle drei an denselben, weil die alle sagen ja Gott, alle drei. Nennen ja diesen, also auf Deutsch Gott. Jeder glaubt an denselben Gott. Guck mal, Allah sagt. Ach so, die Germanen, also warte ganz kurz, die nordische Mythologie, das heißt, sie glauben auch an denselben Gott wie die Christen? Ja, natürlich, das ist wirklich schon. Wenn die einen Schöpfer haben, an dem die festhalten können, und Bücher haben, an denen die festhalten können diesbezüglich, dann haben die alle einen Schöpfer, der. Das heißt, die glauben an denselben Schöpfer wie die Christen? Ja, beispielsweise, genau. Wenn jetzt beispielsweise die Christen, wenn die Christen zum Beispiel nur glauben, dass ein Schöpfer da ist, der es regnen lässt, der Tornados bringt, Tornados, Vulkanus, Tsunamis, alles drum und dran, der Herrscher ist über alles. Adrian, stopp. Nein, Adrian, das ist sehr gefährlich, was du sagst. Nein, du bist sogar raus aus dem Islam, wenn du sowas sagst. Aber ganz was kurz. Denn? Ganz kurz. Erstens mal, wenn ein Hindu sagt, ich glaube an den Gott Krishna, an den Gott Brahman. Glaubt er jetzt an denselben Gott wie der Gott der Muslime? Eigentlich keine Ahnung, Allah. Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist auch ein Thema, wo ich gar nichts zu sagen habe. Wo okay. Ich lieber Gott ist nur ein Titel. Und seine Gesandten. Adrian, aber guck mal, du hast dich damit noch nie beschäftigt. Deswegen erkläre ich es dir jetzt. Weil es ist sehr, sehr tiefgründig. Deswegen erkläre ich es dir nochmal. Gott ist nur ein Titel. Ja. Das ist der höchste Titel, was es gibt. Ja, ist der Gott. Schöpfer. Genau, der Schöpfer nennst du Gott. Also den Titel Gott ist das höchste. So, zum Beispiel jetzt, es gibt ja Kaiser, es gibt Imperator und dann gibt es Pharao. Weißt du, was Pharao für eine Stufe ist? Gottkönig. Ein Pharao wird sogar angebetet. Das ist die höchste irdische Stufe für einen Menschen, ist Gottkönig. Das ist ein Pharao. So. Okay. Und das höchste, was es überhaupt gibt, was du einen Schöpfer nennen kannst, ist Gott. Höher als Gott gibt's nicht. Die Engel sind, niedriger als Gott. So, ich erkläre es dir so langsam, damit du verstehst, wo ich hinaus will. Das heißt, jeder, der an das Höchste glaubt, ja, nennt ihn Gott. Nicht Mensch, nicht König, nicht Imperator, nicht Pharao, sondern Gott. Das ist übermenschlich. Das heißt, sie geben eine übermenschliche Attribute und sagen, das ist das Höchste, was es gibt. Ja. So, Gott. So, jetzt geht's weiter. Wenn jetzt ein Muslim sagt, ich glaube an den einen Schöpfer und den nenne ich Allah, dann frage ich dich, hat Allah einen Eigennamen oder hat er nur den Titel Allah, also der Gott, Al-Ilah? Also es gibt im Koran gibt es einen Vers, wo Allah zu Mose spricht, wahrlich, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir und so bete mich an. So hat er sich wen vorgestellt? Moses. Sehr gut. Und dieselbe Stelle gibt es auch in der Bibel, also in der Tora, okay? Ich habe von der Tora kein Wissen, ich würde die mal gerne lesen. Alles gut, kein Problem, ich erkläre es jetzt. Über das Gotteskonzept im Islam und das Gotteskonzept der Christen und Juden ist ja dasselbe. So. Jetzt haben wir aber ein Problem. Der Gott der Bibel, ja, Gott in der Bibel hat sich Moses anders offenbart. Sehr detailliert. Sehr detailliert. Er hat gesagt, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat sich den Eigennamen Jahwe gegeben. Er hat gesagt, ich bin Jahwe. Ja, Jehova. Ganz kurz, Jahwe. Jehova ist eine, ja, aber es heißt eigentlich Jahwe, also J-H-W-H. So. Der Name Jahwe ist nicht so wie du Mensch, sondern Adrian. Du heißt Adrian. Damit ich dich von dem wahren Glauben hier neben dir, damit ich euch unterscheide, ja, nenne ich dich Adrian. Das heißt, ich meine dich. Dich persönlich. Wenn ich sage... Ich glaube an die Bibel diesbezüglich. Die ist ja von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, wir kommen. Adrian, das glaube ich dir. Wir kommen auch gleich dazu. Das heißt, jeder, glaube ich, Adrian, das glaube ich dir sogar, dass du die Bibel liest. Und Jesus liebt dich auch. Das weiß ich auch. So. Jetzt ist die Frage, Adrian. Jetzt kommt die ultimative Frage. Alle Völker und Nationen auf dieser ganzen Welt glauben auch an Götter, an Gott und Götter und wie auch immer. Jeder hat eine andere Vorstellung, ein anderes Gotteskonzept, aber jeder nennt ihn Gott. Nur auf der jeweiligen Sprache. Aber ob alle an denselben Gott glauben, ist eine andere Sache.
Wie können wir jetzt quasi den wahren Gott von allen falschen Göttern unterscheiden? Wie machen wir das jetzt? Da suchen wir in der Schrift nach Beweisen, ob er Herrschaft hat. In welcher Schrift lesen wir das, wo wir den Gott von allen falschen Göttern unterscheiden können? Im Koran heißt es, dass Allah Azawajal es regnen lässt, die Winde erschafft. Okay, das heißt diese also Punkte unterscheiden. Fakten drin. Okay, im Koran lesen wir das. Okay, das heißt, diese Punkte, die du jetzt aufgezählt hast, sind die Punkte, die man jetzt wirklich Allah von anderen Göttern unterscheiden könnte im Prinzip, ne? Ja, richtig, okay. Genau. Okay, ich kann dir sogar einen Beweis geben, ja. Zum Thema Tawhid zum Beispiel, kenne ich mich sehr gut aus. Allah sagt im Koran, in Surat al-Maryam, Ayat 64, Rabbus samawati wa ma bainahuma fa'budus silibati ka ta'lamuna lahu as-samir. Das heißt, Allah ist der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, so dienen ihm sehr beharrlich in seinem Dienst, kennst du ja. Vor allem die Eigenschaften, die seine besäßen. Okay, hier ist aber Allah einzigartig. Genau, das beansprucht auch, viele Götter beanspruchen das ja genauso. Wie gesagt, es gibt im Hinduismus der Gott der Liebe, der Gott der SEX, der Gott der Elefanten, Ganesha, Gott der Stürme, der Wetter. Also die Hindus haben so viele Götter wie wahrscheinlich mehr als Menschen. Jetzt will ich damit sagen, diese Eigenschaften, diese Punkte, die du aufgezählt für Allah. Aber Ranjan, habe ich nicht vergessen, das war genau auch in Mekka das Gleiche. Die haben 150 Götter gehabt. Allah über 300, genau richtig. Mohammed hat nur Al genommen. Al Allah. Dieser Gott war der fruchtbare Gott. Er richtig, hat das zum Beispiel. Genommen. Genau. Deswegen genau. Sagt er Allahu Akbar. Das heißt, mein Gott ist größer als eure, mehr nicht. Richtig. Da war Adrian. So, jetzt machen wir weiter. Ja. Jetzt machen wir weiter. Wenn es doch heißt, der Koran ist ja das Update. Der Bibel und der Tora, ja. Der Tora und des Injils, Update. Dann frage ich mich, wie hat sich Allah in derselben Situation, ja, also Moses in der Bibel, Musa im Koran, warum offenbart sich Musa im Koran komplett anders als in der Bibel? Allah hat sich im Koran anders vorgestellt als Gott in der Bibel, beziehungsweise in der Tora. Das ist seltsam. Und dann finden wir im ganzen Koran nirgends eine Stelle, dass sich Allah als Jahwe vorgestellt hat, erstens mal. Zweitens, Adrian, jetzt geht's weiter. Damit wir Allah von allen falschen Göttern unterscheiden können, muss er sich doch irgendwie richtig vorstellen und sagen, ich bin Jahwe, ich bin dein Gott, ich bin Jahwe und nicht nur ein Gott, sondern ich bin Jahwe. Das ist sein Eigenname, Adrian. Das ist sein Eigenname und das ist das Wichtigste. Guck mal, lass Propheten beiseite. Lass Engel beiseite. Lass die komplette Schrift beiseite. Wir brauchen ein Fundament. Und das ist erstmal das Gotteskonzept. So, das heißt, beschäftige dich, Adrian, erstmal, bevor du auf die Propheten gehst, beschäftige dich erstmal mit dem Gotteskonzept. Das heißt, als du dich damals über den Islam beschäftigt hast, müsstest du dir erstmal Gedanken machen, lass mal Mohammed beiseite, lass mal den. Wer ist Allah erstmal? Wer ist Allah? Sie behaupten, sie wären eine abrahamitische Glaubensrichtung. Sie beziehen sich auch und sagen, wir stammen von Ismail, wir stammen von Abraham, von Ibrahim, von Nabi Ibrahim. So, sehr wichtig, ja. Dann musst du davon ausgehen und sagen, okay, das heißt, wir haben Ähnlichkeiten. Wir müssten als Muslime im Prinzip Ähnlichkeiten haben mit den Christen und Juden. Mit ihren Schriften. Genau, weil ihr seid ja vor dem Islam da gewesen. Sehr gut, Adrian. Ihr habt ja mehr Wissen als wir. Richtig, das heißt, du als zukünftiger Moslem, also in der Vergangenheit damals, müsste dann sagen, stopp, jetzt muss ich mal erstmal die Bibel nehmen, ja, erstmal schauen, wie hat sich Gott hier offenbart, wie hat sich Gott im Koran offenbart und vorgestellt. Und dann wärst du direkt drauf gekommen, hättest gesagt, stopp, warte mal, hä? Da tut sich ja komplett anders offenbaren. Hier tut er sich von allen falschen Göttern distanzieren und so erkennst du wirklich, wer der wahre Gott ist, von den allen falschen Göttern. Aber im Koran hat sich Allah nicht offenbart als Jahwe, weil Jahwe ist sein Eigenname, so wie du, Adrian. Du bist ein Mensch, so wie der wahre Glaube. Du bist ein Mensch, aber du brauchst einen Namen, damit ich dich von ihm unterscheiden kann. Das heißt, es gibt nur ein Adrian und nicht 2, 3, 4 oder 5. Es gibt nur einen und das bist du. Jahwe ist der eine wahre Gott, der einzige Schöpfer auf dieser Welt. Um ihn zu unterscheiden, musst du erstmal bekennen, dass es ihm Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Weißt du, was das bedeutet?
Höre Israel, der ewige unser Gott, der ewige ist eins. Genau. Weißt du, was Tauhid bedeutet, Adrian? Ja, ich weiß, was Tauhid bedeutet, etwas zu einem zu machen. Wie? Wenn Allah eins ist, warum willst du ihn vereinheitlichen? Warum willst du... Nein, guck mal, es gibt Kategorien von Tauhid. Es gibt einmal Tauhid al-Rububiyyah, Tauhid al-Uluhiyyah und das ist nur die Party. Ja. Das heißt, Tauhid al-Rububiyyah, Rabbus samawati wa ma bainahuma, also Allah ist so... Der Herr, der Himmel und der Erde, das, was dazwischen ist. Hier ist der Schöpfer einzigartig, er lässt es schneien. Was bedeutet auch, nein, lass schneien, Regen, Erdbeben, alle beiseite, das wissen wir. Das können auch hinduistische Götter, laut ihren Glauben. Das ist alles uninteressant. Was bedeutet Tauhid? Vom Arabischen auf Deutsch übersetzt. Tauhid. Vom Arabisch ins Deutsche übersetzt. Google mal ganz kurz. Google mal ganz kurz. Guck mal, lass die Vulkane und Stürme beiseite. Google mal ganz kurz. Schreib mal Tauhid in Google. Jetzt sofort. Wir warten. Und vor allem, es gibt ein Sahih al-Bukhari. Bruder Elia, mach mich mal groß. Ja. Dass Mohammed selber sagt, Abraham hat einen anderen Gott als sein Gott. Also das ist. Ach so. Ja, ich zeig dir, guck mal. Ja. Das Aisha hat Mohammed entlärmt, immer wieder. Er hat gerade einen Anruf bekommen von seinem muslimischen Bruder. Nee. Der Adrian, Bruder, der googelt Gott. Ich habe ihm gesagt, er soll googeln. So, okay. Der macht direkt, Bruder. Der ist ehrlich. Adrian ist ein ehrlicher das Bruder. Das ist Sahih al-Bukhari. Das ist die Nummer 5228. Er sagt, ich weiß, ob du mit mir zufrieden bist. Und ob du wütend auf mich bist, sagte sie. Da sagt Aisha. Ich sagte, woher weißt du das? Er sagte, aber wenn du mit mir zufrieden bist, dann sagst du nein, bei dem Herrn Mohammed. Und wenn du wütend auf mich bist, sagst du nein bei dem Herrn Abraham. Vergib ihm. Also hier sind zwei Götter. Einmal der Gott Abraham und der Gott Mohammed. Sind unterschiedlich. Krass. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Sehr interessant, Bruder. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Shalom und Gott befriede euch ein. Shalom, Bruder. Shalom. Was, Adrian? Ich hab's gefunden. Ja. Kannst du bitte vorlesen, was da steht? Ich kann es mal einblenden. Gerne. Mach immer groß, Elianathan, unser Rapper Adrian. Ja. Adrian, nicht, dass du einen Diss-Track gegen uns machst, ne, am nächsten Tag oder so. Nein. Wir waren nett zu dir, oder? Wir waren nett zu dir, oder, Adrian? Ja, haben wir da. Hier, ich hab's in groß. Also hier. Was steht denn? Lies mal vor. Tauhid bedeutet arabisch Allah. Tauhid bedeutet doch nicht Allah. Steht hier, guck nach. Nein, Tauhid bedeutet Gott, Allah, jetzt musst du weiterlesen, als den einen. Nicht Tauhid bedeutet einen. Allah. Auf arabisch Allah. Ja, als den einen. Genau. Jetzt mal, geh mal runter. Ja. Genau, auf arabisch heißt Allahu Ahad, das heißt nicht Ahad, Wahid. Wahid ist arabisch. Aber nicht Ahad. Ahad bedeutet einen. Ja. Geh mal auf Wikipedia, drück mal auf Wikipedia, auf da wo Wikipedia steht, drück drauf, dann steht alles drin, da musst du alles lesen. Drück mal drauf, Adrian, bitte. Ja, ich kann nicht drauf, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Ach so, nee, du musst draufgehen. Du musst draufgehen, Adrian. Genau, mach deinen Screenshot, also wie gesagt, auf Wikipedia und danach einen Screenshot machen und dann als Hintergrund. Danke für deine Ehrlichkeit. Ein sehr, sehr ehrlicher Muslim. Ja, Mann, voll. Der ist Ehrlichkeit kein Muslim, der Arme. Die haben ihn damals angelogen. Ja, das merkt man ja. Ja, also das machen die meisten mit deutschen Konvertierten, dass ich mit denen rede. Die haben keinen gründiges Islam, haben die nicht studiert. Die haben ein gutes Herz eigentlich, verstehst du? Ja, die haben das ausgenutzt. Klar. Er hat ein gutes Herz, das merkst du. Von außen sieht das ja auch mal gut aus, weißt du? Die halten zusammen, die beten zusammen, Iftar und sowas. Von außen kann man sich schnell verführen lassen, auf jeden Fall, ja. Da kommen noch zwei, drei Sätze dazu und dann... Ja, ich werde bestimmt nicht brennen. Dein Allah brennt und Mohammed brennt. Ich brenne nicht im Namen Jesus Christus, weiche Satan. Amen. Amen. Also das ist wichtig, dass Adrian sich Gedanken macht. Adrian macht dir Gedanken. Wird er. Er ist ehrlich, Bruder. Er ist ehrlich. Deine Seele ist kostbar, Mann. Alhamdulillah, Rabbi. Ich bin immer bereit für das Neue. Es ist kein Problem, Wallahi. Adrian, hast du Screenshots gemacht, Habibi? Ja, habe ich hier, bitteschön, aber ich kann es, wenn ich jetzt das nur. Mach als Hintergrund, Habibi, kein Problem, mach als Hintergrund, wir können lesen. Ich habe als Hintergrund, lese noch vor. So, also,
Hier steht Tauhid, Glaube an die Einheit Gottes. Okay? Wahada, abgeleitet vom Verb Wahada, vereinigen, vereinheitlichen. Jetzt frage ich dich, Adrian, kannst du mir als Deutscher, ja, als Deutscher kannst du mir erklären, da du die deutsche Sprache sehr gut beherrschst, ja, von klein aus, kannst du mir erklären, was mit vereinigen oder vereinheitlichen bedeutet? Etwas zu einem zu machen, etwas einzigartig herzustellen. Sehr gut, sehr guter Punkt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ja schon einer ist, wieso willst du ihn vereinheitlichen? Aus was vereinheitlichen? Weil nein, wenn du Tauhid ist eine Kategorie. Mhm. Zum Beispiel damals gab es ja mehrere Götzen, die angebetet haben, damit sie die in Allahs Nähe bringen. Interessanter Punkt. Das heißt, Allah haben die quasi von mehreren vereinheitlicht auf eins. Das heißt, Allah bestand aus mehreren Göttern. Nein, die haben damals mehrere Götter gehabt. Die haben zum Beispiel Wat, Waud und verschiedene Namen gehabt. Genau. Und so, und der Prophet Mohammed sagte, mein Gott ist ein Gott. Oder euer Gott ist unser Gott. Wir haben ja nur einen. Ob ich jetzt zum Beispiel im Gebet Jahwe anbete, mit dem Kopf auf dem Boden, Hauptsache ich bete, weil Allah wird mich nicht fragen nach irgendwie, wusstest du meinen Namen, sondern Allah wird mich fragen, hast du gebetet? Weißt du, ich meine? Ja, den Punkt, den Abu Khanjar da eben sagen möchte, ist beispielsweise, wenn es ja diese Götzen gab und Allah schon immer, wieso muss man diesen einen, der schon immer eins war, vereinheitlichen? Weißt du, wie ich meine? Oder ja, du weißt, ich weiß, wie du meinst? Was du meinst. Kann das denn, hypothetisch gesehen, kann das denn sein, dass Mohammed aus diesen ganzen Götzen einen gemacht hat? Ja, dann frage ich mich, der gab Mohammed das Wissen. Sorry. Adrian, der gab jetzt Adrian, Beweise, wenn ich dir jetzt, also ich kann dir gerne beweisen, dass Allah auch gebetet hat. Allah hat gebetet? Ja. Subhana, zeig mal. Okay. Adrian, aber Adrian, hast du jetzt verstanden? Nur, ich bin gegen euer Wissen nicht, Subhanallah. Ihr habt mehr Wissen als ich diesbezüglich. Nein, aber Adrian, vergiss den Punkt nicht. Er sagte gerade, wenn Mohammed nicht Gott erkannte und Allah nicht Gott ist, wie konnte Mohammed die Koran schreiben? Dieser Punkt nicht vergessen, wir kommen gleich darauf, damit er nicht vergisst. Okay. Okay, Alhamdulillah, Rabbim. Wallah, Mashallah, ich liebe euch voll für Gott, den Allmächtigen. Wir lieben dich auch für Joshua. Voll gut, Mashallah, Alhamdulillah. Okay, dann liebe ich euch für Jahwe. Aber Kranjar, sag genau. Mal nochmal den Punkt, ob der den verstanden hat mit dem Vereinheitlichen, mit dem Tawhid. Achso, Adrian, hörst du mich? Wir machen das ganz schnell. Hast du das jetzt mit Tawhid verstanden, mit Vereinheitlichen? Ja, etwas zu allem zu machen. Weil du hast ja gerade gelesen, was in der Bibel steht, ja? Höre Israels, habe ich dir gerade eben vorgelesen, ne? Guck mal. Ja, das ist ein wunderschöner Vers. Ich liebe den Vers. Guck mal, hör. Schma Israel, Adonai, Elohino, Adonai, Ahad. Hier steht, höre Israel, der Ewige, unser Gott, der Ewige ist eins. Aber warum steht im Tauhid, vereinheitlichen, eine Sache eins machen? Wie kannst du Allah, der ja angeblich schon eins ist, warum tust du ihn vereinheitlichen? Aus was vereinheitlichen? Aus was? Genau, und ich will ja nicht tief für reingehen. Aber wir müssen tiefer sogar gehen, weil ich gehe noch tiefer rein, Bruder. Dass der Gedanke auf jeden Fall da ist, weil, Adrian, das ist ja eben der wichtige Punkt, den Abu Khanjar herausgearbeitet hat, schön. Warum, verstehst du, diese Frage musst du dir stellen, weil das baut ja alles aufeinander auf. Warum ist der Gott der Bibel schon immer einer gewesen? Und warum kommt dann Mohammed 600 Jahre später und will Götter vereinheitlichen zu Allah, zu einem? Genau, und ich zeige dir, wenn die Möglichkeit da ist, wenn wir Zeit haben, was Bruder Abu Khanjar gesagt hat, das ist richtig, Adrian, weil man sagt, Allahu Ahad, Allah As-Samad. Und laut Tafsir bin Kassir und so alles, wenn ich jetzt da drauf eingehe und dir zeige, Tafsir bin Kassir sagt, As-Samad, Allahu Ahad, Allahu Samad, As-Samad war ein Idol, ein Götze von Quraysh und haben die angebetet. Und deswegen sagt Muhammad, Allahu Ahad, Allahu Samad. Das heißt, Allah ist der eine Samad, der Stein von seinen Quraysh, von seinen Vorfahren, hat diese Götzen vorgenommen. Da sagt Ibn Kathir sogar. Richtig. Und Adrian, du musst auch bedenken, Adrian, du musst auch bedenken, du kennst auch den schwarzen Stein der Kaaba, ne? Ja.
Was ist er für dich? Das ist der Stern aus dem Paradies. Okay. Und wie wichtig ist er für dich? Was für eine für Stellung hat er? Für mich ist er gar nicht wichtig, ist nur ein Stein, Alhamdulillah. Was hat Omar gesagt, als er den Stein gesehen hat? Der hat ihn geküsst, weil er gesehen hat, dass er sagte, du bist nur ein Stein und du bist nicht da. Wenn ich nicht gesehen, dass der Prophet dich geküsst hätte, hätte ich dich auch nicht geküsst. Ich hätte dich niemals geküsst, hat er gesagt. Niemals. Ja, niemals, genau. Richtig. Und das heißt, Abu Khanjar, der schwarze Stein, laut der Tafsir und Hadith. Der schwarze Stein ist der rechte Hand von Allah. Am jüngsten Tag, Jesu Gericht, wird Augen bekommen und Mund bekommen und wird Schafa'a machen für Muslime. Und er sagt, oh Allah, da sind alle meine und die haben mich angefasst und deren Sünden habe ich auf mich genommen. Kann ein Stein die Sünden der Menschen wegnehmen? Nein. Aber wieso kann er das, Adrian? Wieso kann er das? Das kann er nicht, Fadi. Das sind doch Attribute, die nur Allah gebühren, oder? Ja, richtig, genau. Allah vergibt die Sünden. Oder Jehova gibt die Sünden. Also Jahwe ist jetzt mein Gott und nicht mehr Allah. Danke, Adrian. Das wollte ich von dir haben. Gott segne dich. Amen, Adrian. Ehrlich, es hat mich gerade so gefreut, dass du bekennst, dass Jahwe dein Gott ist, Bruder. Genau so. Du bist, ich sag dir doch. Stimmt nicht. Hauptsache, ich habe einen Gott, den ich anbeten kann. Richtig. Ab jetzt, wenn du betest, Bruder, wenn du betest, guck mal, Christen und Juden nennen Gott aus Respekt. Überleg mal, guck, jetzt zeige ich dir mal, wie respektvoll Juden und Christen sind. Sie nennen ihren Gott beim Gebet noch nicht mal Jahwe, aus Ehrfurcht. Überleg mal, sie nennen ihn Adonai, sie nennen ihn Elohim, aus Respekt, Bruder, nennen die ihn noch nicht mal mit dem Namen. Nennst du deinen Vater, deinen biologischen Vater, wie nennst du ihn? Nennst du ihn Klaus? Nein. Wie nennst du ihn? Papa? Papi? Ja. Vater? Wie schämst du dich nicht, dass du deinen Schöpfer mit seinem Namen nennst? Ja. So, das heißt, wir reden über den Schöpfer aller Atome, vom Kleinsten. Das ist der Schöpfer von uns allen. Und aus Respekt müssen wir ihn Gott nennen, ihn einen Titel geben, Elohim, ja. Der Name, Hashem. Verstehst du? Genau. Ja. Aber wichtig ist, dass du bekennst, dass Jahwe dein Gott ist. Das ist wichtig. Aber du musst bekennen. Nicht nur bekennen, lese die Bibel. Lest ja, das ist sowieso, die Bruder. Bibel. Ja, das lese, sowieso. Adrian, lese die Bibel. Guck mal, in der Bibel, die Bibel kenne ich ja schon, Alhamdulillah. Guck mal, in der Bibel heißt es ja, am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, aber keiner weiß, was Gott am Anfang erschaffen hat. Schau mal, was die Brüder auch mit Bibel meinen, ist auch vor allem die Geschichte Jesu Christi, unseres Herrn, im Neuen Testament. Weil du kommst Allah sagt, zu Yahweh nur durch den Herrn Jesus Christus. Adrian, Allah sagt, habt ihr nicht gesehen, dass wir sieben Himmel erschaffen haben? Ich habe ihn nicht gesehen. Hast du gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Warum sagte Allah, habt ihr nicht gesehen, dass ich die sieben Himmel erschaffen habe? Katastrophal. Also habt ihr nicht gesehen? Das ist katastrophal, weil du warst ja nicht dabei, als Allah die Himmel erschaffen hat. Ja, das sagt er. Und in Shahada sagst du auch, Ashhadu inna la illa Muhammad Rasulullah. Du sagst, ich bezeuge, dass Allah der eine ist und Muhammad sein Prophet ist. Genau, und das ist ja das Problem. Wer spricht da? Allah spricht selber. Richtig. Adrian? Mhm. Isa ibn Maryam kommt doch im Koran vor, ne? Ja. Was bedeutet Isa auf Arabisch? Boah, Isa ist der Name von Jesus. Also Jesus als was bedeutet Isa auf Arabisch? Keine Ahnung. Das wirst du auch mir nach 365 Tage wirst du mir das wieder auch nicht beantworten können. Jetzt musst du aber in die Bibel gehen zurück und erstmal gucken, wie heißt Jesus im Hebräischen oder im Aramäischen. Da kommst du auf Yeshua. Yeshua oder Yeshua. Und danach kannst du Hebräisch, ja, einen Hebräer oder einen Juden mal fragen oder ein Aramäer, wie auch immer, und sagen, übersetz mir mal, was Yeshua auf eure Sprache bedeutet. Er wird dir sagen, Jahwe rettet. Amen, Halleluja. Überleg mal, Yeshua bedeutet Jahwe rettet. Und wer rettet uns? Nur Gott, oder? Mhm. Und in Jesus, überleg mal, sein Name alleine schon bedeutet Jahwe rettet. Wo steht jetzt im Koran Isa für die Bedeutung im Arabischen? Hol mir irgendeinen Übersetzer. Keiner wird dir das übersetzen können.
Es heißt nur im Koran, es heißt nur im Koran, dass Allah hier sprechen wird am jüngsten Tag. O Jesus, Sohn der Maria, warst du es gewesen, der zu den Menschen gesagt hat, bete mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah an? Dann sagt er, Subhanallah, gepriesen seist du. Niemals habe ich es gesagt. Hätte ich es gesagt, wirst du damit als erstes. Nichts anderes sagt sie als dass du mich gelesen hast. Betet meinen Herrn an und euren Herrn an. Aber Adrian, wer hat das geschrieben? Ha? Wer hat das geschrieben? Ich frage mich auch im Koran, woher kommt so viel Wissen? Nein, genau. Woher kommt so viel Unwissen, Bruder? Warum? Kann ich dir sagen? Amen. Der Koran ist leider sehr, 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 Bruder. Erstens mal ist er nicht chronologisch, das weißt du selbst, Adrian. Der ist ja komplett durcheinander. Die Bibel ist ja extrem chronologisch, ja? Und der Koran ist ja extrem unchronologisch, das weißt du ja selbst. So. Ja. So, und das heißt, es gibt sehr viele Fragen, die der Koran oder überhaupt die ganze Sunna, auch die Gelehrten, dir nicht antworten können. Ich sage dir noch ein Beispiel. Der Engel Jibril ist doch bei euch, also es soll ja Gabriel, der Engel Gabriel sein, ne? Ja, richtig. Dann erkläre mir Jibrail. Was bedeutet auf Arabisch Jibrail? Keine Ahnung. Aber wieso kann es kein, ich habe so viele Muslime schon gefragt. So viele. Ich habe schon wirklich Philosophen schon gehört, die haben so philosophiert, aber nie richtig übersetzt. Was bedeutet Jibrail oder Jibril auf Arabisch? Weil es ist ja angeblich ein islamischer Engel, also ein Engel in der islamischen Mythologie, sage ich jetzt mal, Ideologie. Ja. Was bedeutet Jibril? Kann dir keiner beantworten. Isa kann dir keiner beantworten. Ich kann dir aber sagen, was es bedeutet. Gabriel bedeutet auf Hebräisch, hör zu, Gabriel bedeutet auf Hebräisch und Aramäisch Kraft, hör zu. Kraft Gottes oder Mann Gottes. Gabriel kommt von Gabro, das heißt Gaboro, das heißt so wie Gaboro, Held. Ja. So wie Held, verstehst Gaboro. Du? Gaboro, genau, auf Aramäisch zum Beispiel und Hebräisch auch. Das kann dir kein Araber erklären, was Jibrail bedeutet. Das sind Begriffe, das sind Namen, die sie aus der Bibel entnommen haben, aber selber nicht übersetzen können. Allah. Verstehst du? Bruder, ich lese dir kurz mal den Vers. Bitte, Sura 33, Vers 56. Salah sagt der Tafsir-Gelehrte von Ibn Kathir. Das ist Tafsir. Ich übersetze das jetzt ins Deutsche und guck mal, was da steht. Allah betet. Ich habe auch Hadithen darüber. Guck. Sag, oh Gott, bete auf Mohammed und auf die Familie Mohammeds, wie du dir auf die Familie Ibrahims gebetet hast. Du bist Mohammed, der Größte und die Familie und so weiter. Das heißt, das Wort Salah ist beten. Ja, Salah ist beten. Ah. Allah sendet es. Ein wahrer, ehrlicher Muslim. Ehrlicher Muslim. Weil, siehst du ja, dass das Wort Salah bedeutet beten. Und der Übersetzer von Ibn Kathir gibt das sogar zu. Subhanallah. Was sagst du, wenn du sagst Muhammad Salallah, was sagst du, Adrian? Sprich es mal man aus. Man sagt, sallallahu alaihi wasallam, Segen und Frieden sei das, sei auf den Propheten Mohammed. Salawat macht man dann. Mhm. Hast du dir mal gefragt, was es wirklich bedeutet? Nein, weil ich das Arabisch noch nicht verstehe. Ich muss was, hat Elia, was, hat Elia dich, was hat der Elia gerade zu dir gesagt? Salat, also mit dem Ta heißt es beten, aber Salawat heißt Segensgruß. Segensgruß. Wenn du es wirklich richtig übersetzt, der wahre Glaube kann zum Beispiel auch perfekt Arabisch. Und wir haben das sehr oft auch in den Stream schon gemacht, das sagen auch viele, viele andere, guck, auch in YouTube. Guck mal hier, Bruder. Selbst der Tafsir Al-Sayyidi von Imam Ahmad, von Abu Umayyad Al-Sayyidi, sagte was? Allah betet. Und der Übersetzer sagt das richtig. Sag, oh Allah, bete auf Mohammed. Weil Barakat bedeutet Segen. Segen, genau. Barakat. Barakat bedeutet Segen, ja, richtig. Barakat, Segen, ja. Ja, aber hier kommt kein Barakat, hier kommt Salah. Salah ist beten, guck. Weil Barakat kann ich dir sogar im Hebräischen sagen, ja? Das heißt Baruch. Baruch, ja. Oder Barech auf Aramäisch, das ist dasselbe. Das heißt, da kommt kein, Muslime immer übersetzen, das ist komplett gelogen. Allahu malaikatu sallu ala Muhammad. Allah und seine Engel beten für Muhammad. Zu wem? Für Muhammad, richtig. Sag mir, zu wem betet Allah und die Engel für Muhammad? Guck, dieses Wort Salah, siehst du? Genau. Hm. Muhammad wollte Gott sein.
Er wollte anstelle Jesus sein. Richtig. Weil er hat Jesus gesehen, wie die Christen, ja, genau. Da hat er gesagt, Jesus, ich will auch so sein. Verstehst du? Hat sich sogar den Titel Siegel aller Propheten genannt, damit der höchste Titel, aber das stimmt nicht. Der höchste Titel im Islam ist selber Al-Masih. Aber sie können es dir gar nicht mal richtig erklären. Zum Beispiel Yom al-Qiyamah. Wer wird kommen, Adrian? Allah. Wer wird, wenn der Dajjal kommen wird, wer wird ihn verjagen? Wer wird ihn vernichten? Jesus. Wie bitte? Isa. Wer wird kommen? Isa? Ja, Jesus. Wieso Isa? Wieso nicht Mohammed? Weil Jesus wurde in den Himmel emporgehoben, der wurde ja nicht gekreuzigt. Wieso kommt nicht der Siegel der Propheten? Genau. Ja, frage ich mich auch, weil der gestorben ist. Aber wieso kommt, nein, wieso kommt nicht der Siegel der Prophet? Er ist der letzte Prophet. Er muss ja quasi unser wirklich der Top, der Beste, der Endzeitprophet, muss ja Muhammad sein. Aber Bruder Abu Khanjar, ja, weißt du, dass laut der Hadith, wo der Tafsir sagt, Jesus wird richten, also Isa? Richtig, richtig. Weiß ich, ja. So, wenn Isa richten wird, ja, ist der Richter Gott oder Isa? Richtig, genau, richtig, sehr gut argumentiert, sehr gut, genau. Adrian, ja, wer wird Richter sein am nächsten Tag zum Gericht für Yom al-Qiyama? Isa oder Allah? Der Schöpfer von Himmel und Erde wird der Richter aber, sein. Nein, aber da steht, dass Isa wird richten. Wo steht Isa wird richten? Bruder Elia, hast du die Quelle? Nochmal. Dass Jesus am Jesus Tag zum Gericht bei Islam, dass er richten wird. Al-Hakim. Ja. Ja. Ja, zeig ihn mal bitte. Jetzt sagen Sie, Adrian. Ich bin mir auch sicher, Adrian, dass du nach dem. Solange das rauflucht, ich möchte noch drei Sätze sagen, dann gehe ich raus. Ja. Erzähl aber, Konjas. Nee, sag, alles gut, sag drei Sätze, sag. Oder vier. Achso. Adrian, guck mal, die Brüder haben wunderbar erstmal dir erklärt, die Finsternis. Abu Khanja hat dir erzählt, dass Yahweh der einzig wahre Gott ist. Und jetzt vollenden wir durch den Herrn und sage dir, wie der Bruder Ali gerade, der wahre Glaube gerade gesagt hat, und du bestätigst, ein Attribut Gottes ist, dass alleine Gott Richter ist, dass alleine Gott Schöpfer ist, dass alleine Gott Sünden vergibt. All diese Sachen, die vielerlei Punkte auf Jesus Christus hinauf weisen. Und jetzt sage ich dir, in der Bibel steht ein Satz, und der ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Das heißt, zum himmlischen Vater, zu dem, der im Paradies auf dich wartet, weil er dich liebt. Und diesen Weg, den kriegst du nur durch den Herrn Jesus Christus. Somit bitte ich dich, und wie alle anderen Brüder, die in Christus sind, schau dir an, was Jesus getan hat. Er hat keine 11 Frauen gehabt, er hat keine Armee befehligt, er hat keine Sklaven gehabt, er hat keine Tötungsbefehle befohlen, er hat keine Sünde gehabt, er hat keine, nicht mal eine Lüge, kein Betrug ist in seinem Mund stattgefunden worden. Wenn du also allein schon die Menschen vergleichst zwischen Mohammed und unserem Herrn Jesus Christus, dann wirst du einfach erkennen müssen, und das erkennst du, weil du wirklich echte Haut bist, dass die Person einfach alleine schon so unterschiedlich sind. Und in diesen ganzen komischen Quellen, die ganzen Brüder schon gelesen haben, wieso ist sogar in diesen teuflischen Schriften Jesus dennoch so hoch prophezeit, weil Gott sich nicht spotten lässt. So hat Gott auch im Koran sich dennoch geoffenbart und gezeigt, ich bin der wirkliche Herr, ich bin das, was mein Name beinhaltet, und zwar Yahweh rettet, Yeshua al-Mashiach. Und somit bitte ich dich wirklich, ja, lern den Herrn Jesus Christus in der Bibel kennen, nicht irgendein Fake-Isa, nicht irgendjemanden, der dir damals erklärt worden ist. Und das erbitte ich von dir. Und am Ende des Tages liegt es natürlich in Gottes Hand. Aber ich bete auch dafür, wir alle beten dafür. Lern den Jesus Christus, denn er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist Al-Haq. Und sei behütet, sei gesegnet. In Jesu Namen, Amen. Geschwister, gute Nacht auf jeden Fall euch. Ich gehe jetzt raus, schau noch ein bisschen zu. Dir auch, Habibi, Gott, dass ihr gut habt. Adrian, dir auch, Shalom.
Dankeschön für deine Worte. Möge der allmächtige Schöpfer dich lieben. Möge alle Barmherzigkeiten gesinnen. Möge der allmächtige Schöpfer dir das Paradies schenken. Gratis. Amen. Alle Ehre dem Herrn, weißt du, guck mal, die machen das nicht wir sind keine Autoverkäufer, weißt du, die Brüder, die investieren ihre Zeit, weil die Werkzeuge Gottes sind, so wie ich gerade ein Werkzeug Gottes sein durfte, um dir zu sagen, Gott liebt dich und Erlösung und Frieden und das Versprechen auf ewiges Leben gibt dir der Herr Jesus Christus, nicht Inshallah, Mashallah. Sondern Jesus sagt dir, glaube an mich mit deinem Herzen, bekenne mich mit deinen Lippen, Bruder Elia, mach mich groß. Kehre um, ich habe den Hadith, Bruder. Das ist der Weg. Ah, okay, das ist gut, dann zeigst du gleich. Mascha, ich möchte viel nicht wissen. Bruder, wir studieren Islam, Bibel, alles. Ja. Es geht nicht darum. Und wir sind ja konvertiert. Wir sind ja keine Christen gewesen. Schon seit Jahren. Und das heißt, ihr seid Muslime gewesen? Von vielen Religionen. Bruder Ali und ich waren zum Beispiel, wir waren... Eine Sekte des Islam. Bruder Ilian hat auch, verstehst du? Und wir alle haben die Wahrheit gesucht und wir haben sie in Jesus Christus gefunden. Und wenn du wirklich die Wahrheit suchst und das tust, wir hören das alle raus, darum bist du nicht umsonst genau in diesem Stream hier, so wirst du auch die Wahrheit in Jesus erkennen. Und er wird sich in alle Weisheit führen. Gute Nacht, Geschwister, der Herr segne euch. Und, Shalom, Bruder. Der Herr segne dich, mein Bruder. Shalom. Salam alaikum, mein Bruder. Shalom. Salam, salam. Schau mal, wir zeigen dir, Sahih al-Bukhari oder Muslim war das? Mhm. Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari steht das. Okay, lese mal, Bruder, dass Jesus er wird richten. Und er wird ein Zeichen für das Kommen der Stunde sein. Zeichen und eines Zeichen der Stunde wird der Scheine von Isa, der Sohn von Mariam. Vor dem Tag der Auferstehung. Etwas Ähnliches wurde von Abu Huraira ibn Abbas, Abu Aliya, Abu al-Malik, Ikrama und so weiter gesagt. Und dann steht, der Gesandte Allah sagte, dass Isa vor dem Tag der Auferstehung der gerechte Herrscher und Richter sein wird. Allah, ihr sagt mir, wer ist der Hakim und wer wird die Menschen richten? Jesus. Laut ja, Mann. Aber das ist, wenn Jesus nochmal kommt, wird er richten, Alhamdulillah. Ja, aber wer ist der Richter? Wer ist der Richter, Adrian? Wer darf richten? Allah ist der Richter. Aha, richtig. Und Allah hat 99 Namen. Einer von seinen Namen, Al-Hakim. Der Richter, ja, aber dieser Hadith bezieht sich auf den Jüngsten, beziehungsweise ja, aber das meinen wir auch. Ja, das meinen wir auch, Adrian, das ja. Meinen wir auch. Am Jüngsten Tag Jesu Gericht wird Jesus richten und nicht Allah. Das heißt, Jesus ist gerechter Richter. Er ist der Al-Hakam. Allah hat 99 Namen. Ein sein Name ist Al-Hakam. Das heißt, Jesus ist Allah. Laut der Koran und der Hadith. Und Sahih Muslim, Buch 37, Nummer 4310. Ich frage dich, Bruder Adrian. Ja. Wer hat die Jizya befohlen? Allah hat das doch befohlen, richtig? Ja, dass die Juden und die Christen Geld zahlen sollen. Ich verstehe genau, selber nicht, warum. Bruder. Richtig, Bruder. Jetzt stelle ich dir eine ganz einfache Frage, Bruder. Du weißt doch, dass es auch Approkrationen im Koran gibt, richtig? Ja, richtig. Wer kann die Approkrationen Suren wegnehmen? Nur Allah, oder? Ja, Allah und diejenigen, die viel Befehlsgewalt haben über die Muslime. Nein, nein, aber Allah hat doch die Offenbarung gegeben und Allah ist der Einzige, der die Suren quasi eine andere Suren ersetzen kann, richtig? Ja. Okay, aber wer ist dann Isa, dass er auch die Jizya abschafft? Ja, das wird passieren, wenn Jesus nochmal wiederkommen wird. Richtig, aber dann heißt es ja, dass Isa die Jizya und die Zakat abschaffen wird, nicht Allah. Er selber wird das abschaffen. Er wird das im Namen Allahs aber tun. Ja, ja, richtig, richtig, aber kein Prophet hat jemals in der Geschichte im Islam eine Sure abrogiert. Nur wenn Allah an Mohammed die Offenbarung gegeben hat, aber nicht von sich selber aus. Und bei Isa ist es derjenige, der die Zakat und die Jizya wegnehmen wird. Und wer kann nur wegnehmen? Allah sagt in Sura 202, sagt, Allah ist der Einzige, der was wegnehmen kann und was nicht. Er sagt, er ist der Einzige, aber Isa kann es auch. Verstehst du, Bruder? Ja, ich will ganz kurz, Adrian, ich will dir kurz noch was sagen, Bruder, jetzt ganz kurz.
kennst du einen Propheten, der von sich selber aussagt, im Koran, ich bin die Wahrheit? Also nicht, ich habe die Wahrheit, ich bin die Wahrheit. Kennst du einen Propheten, der sich so, dass der von sich selber aussagt, ich bin die Wahrheit? Also im Koran kenne ich nur, wo Allah sagt, dies ist eine Verkündigung der Wahrheit. Kennst du einen Propheten, einen aber Menschen, einen Propheten? Einen Propheten kenne ich nicht. Kennst du einen Propheten, der sagt, ich bin der Weg? Nicht ich habe den Weg oder ich gehe den richtigen Weg, sondern ich bin der Weg. Kennst du einen Propheten? Wie heißt das auf Aramäisch? Ich bin der Weg? Ja. Nein, ich meine im Koran, im Koran. Nein, im Koran nicht diesbezüglich, aber okay. wir glauben an alle Bücher, wir glauben an Tora, Injil, wir glauben an... Kein Problem, Habibi, kein Problem, wir machen gleich, kein Problem. Das heißt, im ganzen Koran findest du nicht einen, nicht mal einen Propheten, der von sich selber aussagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Ganz kurz, findest du auch nicht, so. Nein, findest du nicht. Kennst du einen Propheten, der sagt, ich bin... Wer ist das denn? Das ist der neue ISIS-Kämpfer im Namen Allah, der kämpft hier in Deutschland. Er will, der kämpft in TikTok meistens, ja. Er will 72 Frauen haben. Der kämpft in TikTok meistens. Ja. Genau. Was für ein Jahl ist das? Lass mich, das ist ein Jahl, das ist ein Jahl. Genau, Adrian. Ja. Art, guck mal, wie ehrlich der ist. Bruder, ich küsse dein Herz, ich liebe dich. Adrian, der will in Himmel kommen, 72 Jungfrauen schwellende Brüste haben, sagt er. Das sagt er selber, ja, er sagt Alhamdulillah, genau. Adrian, ich habe ein Gefühl, in Zukunft wirst du mit uns zusammen hier Streams machen und schön gegen anderen debattieren, das weiß ich. In Liebe zu Jesus Christus für unseren Gott, Yahweh. Adrian, ganz kurz zum Thema, ganz kurz, ich muss es weitermachen, das ist sehr, sehr wichtig. Du kennst keinen Propheten, der sagt, ich bin die Wahrheit. Warte, Elia, Bruder, ganz kurz nur. Entschuldigung. Ich bin die Wahrheit. Also du kennst keinen Propheten im Koran, der sagt, ich bin die Wahrheit. Du kennst auch keinen Propheten, der sagt, ich bin der Weg. Jetzt kommt der dritte Punkt. Kennst du einen Propheten, der sagt, nicht nur ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, sondern das Leben. Ich bin das Leben. Nein, kenne ich nicht. Wäre das nicht ein bisschen Götzendienst, beziehungsweise, Gotteslästerung, wenn ein Prophet von sich selber aus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, ja? Und ich bin die Wahrheit und das Leben und... niemand kommt zum Vater, außer durch mich, sagt der Herr Jesus. Sorry, genau. Gibt es nicht mal einmal, weil wenn ein Prophet es von sich selber aus macht, ja, ist es Gotteslästerung, das weißt du selbst, weil nur Gott ist die Wahrheit. Ja, Nur Gott ist unser Weg, mehr nicht. Keiner darf von sich selber aussagen. Jesus sagt ja auch selber im Koran, Ya qawmi budula rabbikum wa rabbikum hada sirat mustaqim. Oh, mein Volk, dient mein Gott und euren Gott ist einer, der das ein gerader Rechtungsweg. Wer ist die Wahrheit? Nur Gott, oder? Ja. Das heißt, Muhammad kann nicht sagen, ich bin die Wahrheit. Nein. Er kann sagen, ich habe die Wahrheit. Ja. Aber er darf nicht sagen, ich bin die Wahrheit, sondern ich habe die Wahrheit. Stimmt's? Ja. Warum sagt Jesus, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Leben? Ist doch komisch. Keine Ahnung. Ist doch komisch. Ich sag mal so, wenn ein Prophet sowas sagt, wäre es doch sehr, sehr komisch, oder? Ja, sehr, sehr komisch. Darf doch ein Prophet sowas nicht sagen, weil er macht sich ja Gott gleich. Ja, richtig, genau. Warum haben denn die Juden gesagt, auch in der Bibel steht, die Juden sagten, er macht sich Gott gleich, sagten sie zu Jesus. Sogar die Juden haben gemerkt, er macht sich Gott gleich. Deswegen frage ich dich, welcher Prophet hat je von sich selber aus gesagt, im Koran, in der Bibel, egal wo, zeig mir nur eine Stelle, wo ein Prophet sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Findest du nicht? Darf auch kein Prophet sagen. Darf er auch nicht. Aber Jesus hat das gesagt. Es wird über Jesus so geschrieben, dass es gesagt hat, aber ganz ehrlich, ich kann sowas nicht glauben, weil er sagt ja, nichts anderes sagte ich zu ihm, als dass es zu mich gewesen hast. Betet meinen Gott an und euren Gott an. Ja, aber das ist ja klar. Das ist das Testament im Koran. Mhm. Schau mal, Bruder Abu Khanjar, ich will dir was erklären. Guck mal, Habibi, Adrian. Ja. Wenn laut Surat al-Maryam, du weißt, Surat al-Nisa, 4, 171. Isa ibn Maryam, Ruh Allah, Kalimut Allah. Kennst du das? Moment,
Warte, ich hole mal kurz den Koran, Alhamdulillah, dann will ich mir kurz den Koran anlesen. Man muss da was Schönes zu geben, ich liebe euch für Allah. Oder ich liebe euch für Jaffa. Ich werd für dich beten gleich, Adrian. Du bist echt ein. Küss dein Herz, ehrlich, küss dein Herz, Adrian. Ja, ich habe mit Jahed Jaffa gesehen. Ist es ein Mujahideen, weißt du was? Das ist Hamdi, Hamdi. Ja, Hamdi. Der sagt auch Hamdi. Ja. Aber voll rasiert, ne? Ja. Ich bin nur dieser Punkt mit dir. Mach, Bruder, jalla. Mach, dieser Punkt mit dir, Adrian. Es wurde am Sure 4, ne? Sure, ja, Sure Tanisa 171. Sure Tanisa 171? Genau. Allerdings, ganz los, Geschwister. Wieder Luca, Shalom, Bruder. Shalom, Bruder, wieder Luca. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam, Habibi. Ich würde sagen, Geschwister, ich gehe jetzt schlafen. Es hat mich gefreut, Adrian, ich habe dir gefolgt. Folgt mir zurück, Bruder Herz. Wir werden auf jeden Fall die Tage dann nochmal streamen. Wir haben noch viele andere Themen. Wir bleiben in Respekt und sachlich. Das ist sehr, sehr wichtig. Alle Geschwister, ihr merkt selber. Sachlich bleiben. Wirklich nur rein, nur die Schrift. Das heißt, nicht irgendwie philosophieren, auch nicht Emotionen zeigen oder so. Bruder, alles beiseite lassen. Mit Respekt, mit Schrift, Liebe. Nur die Schrift sprechen. Richtig. Und mit Liebe, Bruder. Immer in Liebe. Das ist sehr, sehr wichtig. Immer in Liebe ja, und mit Respekt. Glaube, wir lieben ja Gott. Wir lieben ja Gott, den Allmächtigen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Deswegen sage ich euch, deswegen sage ich auch dir, Adrian, erstmal. Salam alaikum, Gott segne dich, Jesus Christus liebt dich und ich hoffe, wir werden auf jeden Fall die nächsten Tage nochmal darüber sprechen und alle Geschwister hier sowieso an Christen und Nichtchristen, Gott segne euch alle und Amen. Möge euch, danke Bruder, danke, danke, es hat mich auch sehr, sehr gefreut und hoffe auf jeden Fall auf das nächste Gespräch und Gott ist mit euch, Amen. Shalom Bruder Buhanjar, Gottes Segen, Habib. Shalom Bruder, Gottes Segen dir und deiner Familie. Shalom Bruder, Alhamdulillah. Hast du aufgeschlagen? Ein ehrlicher Bruder, möge Allah ihn lieben, der hat ja sehr viel Wissen und das freut mich. Allah liebt ihn nicht. Allah liebt ihn nicht. Allah liebt ihn die Ungläubigen nicht. Das weißt du doch. Guck mal, meinst du den Vers, wo es heißt, O Volk der Schrift, übertreibt nicht in euren Glauben? Genau. Und was sagt er? Wahrlich, der Messias, Jesus, der Sohn Maria, ist nur der Gesandte Allah und sein Wort und dass er Maria entboten hat und von seinem Geist. Also, Jesus, laut diesen hier als Aya, ist das Wort Allah und seine Geist. Ne? Ja, das Wort, aber das Wort ist Kunst, sei uns ist. Nein, 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 das steht nicht. Das steht nicht. Das gibt es ja, nirgendwo. Nein, Adrian Habibi, guck mal. Es gibt in Surah, warte kurz. Es gibt in Surah. Lass mal, Elia, warte mal, Elia. Es gibt in Surah ein Vers, wo Allah sagt: Adam ist wie Jesus, er schuf ihn aus dem Nichts, so sagt er, sei und so ist er. Aber Jesus und Christus wurde nicht erschaffen. Wurde er gezeugt? Aber er ist nicht erschaffen. Ja, er wurde. Wodurch ist er erzeugt? Ja, angeblich durch den Erzengel Gabriel, der gepustet in den Bauch von der Mutter. Wo hat er gepustet? In den Bauch. Nein. Was bedeutet Fifarjiha? Boah, keine Ahnung, aber einen Fifarjiha muss ich googeln. Guck mal, ich kann nicht so gut Arabisch. Ich will noch Arabisch. Deswegen, er pustete nicht in ihr Bauch. Er pustete zwischen ihre Beine. Er machte die Beine breit und pustete mit seinen Lippen an ihren Schamlippen und pustete. Okay. Das ist das, genau das ist das auf Arabisch. فَنَفَخَ فِي فَرْجِهَا. Okay, subhanallah. So, jetzt sage ich dir, Jesus ist aus dem Geist Allah erzeugt worden. Und weil er Geist Allah ist, hieß er selber Geist Allah geworden. Und er ist das Wort Allah. Hm. Wenn Jesus Allahs Geist und sein Wort ist, ist Allah sein Wort erschaffen, Adrian? Sein Wort
Keine Ahnung, Allah, ob das Wort erschaffen ist. Ich sag mal so, sein Wort, das verstehe ich selber nicht, warum Wort und so. Der Koran ist sowieso sehr, sehr kompliziert zu verstehen. Und ich Genau, weiß und gar es nicht, ist nicht wer kompliziert. Für uns ist nicht kompliziert, Adrian. Wir verstehen das alles. Das ist nur eine Märchenmuck. Ich sage dir jetzt schon. Wenn Jesus hier Isa laut hier dieses Passage, der Messias ist der Wort Allah und sein Geist. Und weißt du, dass Allah sagt, laut der Sure 9, 31, dass Allah sagt, ich und Isa sind eins? Ne, wo steht das? Okay, Sure 9, Sure At-Tawbah, genau, 31. Vers 31. Genau, zu 31. Vers 31, ja. Moment, Leute, suche Vers 31, suche ich mal nach. Okay, das war. Maschallah, dass ich so gelehrte Menschen wie euch kennenlerne, ist eine Ehre für mich. Alle dem Herrn Jesus Christus, mein Lieber. Alles Lob gebührt Gott, den Allmächtigen. Jesus ist Gott. Und deswegen Ja, sage ich aber. dir, deswegen zeige ich dir, dass laut der Koran sogar Jesus Gott ist. Okay, warte, neunte Suche, Vers 31. Bruder Elia, Bruder Judy, hol mal ihn hoch. Die Sure 31, also also Aya 31, meine ich. 31, okay, suche ich mal nach. Meinst du, sie möchten gern Allahs Licht auslöschen mit ihrem Munde, jedoch Allah will nichts anderes als sein Licht vollenden? Nein, sie haben ihre Schriftgelehrten und Mönche. Ach so, hier. Sie haben ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen. Neben Außer? Allah, genauso wie Nein, das ist Lot. falsche. Falsche, du hast eine falsche. Guck mal, auf Arabisch lesen wir. Das ist falsch Okay. auf Deutsch übersetzt. Elia, mach mich mal groß, Bruder. Dann lebe ich dann nicht auf Arabisch. Ashrahum. Meinst du Ashrahum? Abara. Warum? Ashrahum Abarahum? warubanahum arbaban min dunillahi wa masi bin Maryam. Was meinst du jetzt genau? Welchen Satz auf Arabisch meinst du? Ich glaube, sein Kamera, da hat leider kein Internet. Okay. Also hier steht ja, die haben ihre Mönche zu ihrem Herrn Ah, genommen, außer danke, ja. Allah. Auf Deutsch ist extra falsch übersetzt worden. Okay. Was meinst du denn auf Arabisch? Weil hier steht Min dunillahi Masiha. Guten Abend. Masi bin Miriam. Genau, Na, außer Allah und der Adrian, Messias. nein, genau, auf Deutsch ist das falsch übersetzt. Okay. Subhanallah. Weil da sagt Allah, so auf diese Art, so, weißt du, wenn du auf Arabisch richtig verstehen würdest, da steht, wie kannst du, ja, den Leuten sagen, dass sie dich und deine Mutter als Götter nennen, ohne mich oder außer mir? Also hätte Jesus Isa da gesagt, nimmt mich und Allah als Gott oder als Götter, wäre Allah dann zufrieden. Er ist traurig, dass er ihn nicht erwähnt. Das ist Sura Al-Tauba, Bruder, Sura 9, 31. Ja, das ist genau dasselbe auch hier. Ah, Min dunillah okay. heißt ohne, außer Allah. Min dunillah, ja, Min Heißt außer Allah. dunillah, meinst du Min dunillah außer Allah? Ja. Min dunillah, Miss Min dunillah wa Isa, wa Messi und Maryam? Meinst du Genau. das hier? Min dunillahi, Min Ja. dunillahi, Min dun wa heißt außer Messi oder und ohne. Maryam? Es kann Okay. außer oder ohne bedeuten auch. Okay, ich fahre, ich schicke mal den Plan beiseite, kein Bock Ja, auf dazu. Deutsch, auf Deutsch steht neben, oder? Ja. Ja, neben. Ja, das ist falsch. Okay. Adrian, darf ich dich was fragen? Ja, darfst Sind deine Eltern auch Muslime? du. Meine Mutter ist kurz konvertiert, da gab es eine Geschichte, die hat Alkohol getrunken und der ging es nicht gut und die sagte dann, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Dann
habe ich ein Gefühl gehabt, dass sie die Schahada sagen soll, hat sie die Schahada gesagt und auf einmal hat sie mich ganz klein geguckt und hat gesagt, mein lieber Sohn, bitte gib mir ein Glas Wasser. Habe ich meiner Mutter, meiner ehrenwerte Mutter, ein Glas Wasser gegeben. Ist sie auch Muslim jetzt, ja? Ja, sie ist konvertiert, aber sie hat nicht viel mit dem Islam zu tun und ich lasse sie auch in Ruhe. Okay, hast du noch Geschwister oder so? Ich habe einen Bruder, weil mein Bruder, wenn ich hier mit Islam ankomme oder so, dann sagt er, lass mich in Ruhe mit deinem Islam kommen. Ja. Boah, ist besser so. Ja. Also alles liebst du denn, liebst du deinen Bruder? Eine Frage, liebst du deinen Bruder? Bin ich mein Bruder? Ja, ich liebe meinen Bruder sehr, Alhamdulillah. Alhamdulillah, aber laut Islam darfst du ihn nicht lieben. Warum darf ich ihn nicht lieben? Weil er ein Ungläubiger ist. Ob mein Bruder ein Ungläubiger ist, mir scheißegal. Ich liebe den, der glaubt an Gott. Ja. Ich ihn. Ja, aber dann brechst du nicht Allah seine Worte. Das ist mir scheißegal, dann brech ich Allahs Worte doch und teile das. Sehr gut. Weil, das steht auch im Koran, weißt du? Das Sura 28 steht das auch. Sura 3, 28, genau. Aulia? Ja, genau. Aber Aulia sind die Beschützer? Nein. Nein, das sind die Engverwandten. Es gab einen Vorfall, da ist sogar Sura 58, Vers 22 steht auch, dass sie in Al-Badr, dass jemand seinen eigenen Vater getötet hat. Richtig. Und dann hat er gesagt, Mohammed hat gesagt, Allah wird dich belohnen. Was? Ja, wirklich. Ja. Boah, ich muss so viele Arme schweren haben. Adrian, weißt du, warum ich hochgekommen bin? Du hast vorhin gesagt, in diesem Vers, wo steht, dass Allah, so wie Adam erschaffen hat, auch Isa erschaffen hat. Ja. Das ist Sure 3, Vers 59. Sure 3, Vers 59, ja, danke dir. Oder? Ja, ja, richtig, genau. Aber guck mal, was mich stutzig macht. Warte ist, kurz, warte, bitte. Ja. Weißt du, hinter jeder Vers, na, gibt es eine Hintergrundgeschichte? Ja, da gibt es eine Hintergrundgeschichte. Weißt du, was Tafsire sind? Das Tafsire sind die Erklärungen vom Koran. Ja, genau. Weißt du was, Tabari, kennst du Tabari? Ja, Tabari kenne ich. Weißt du, was in diesem Vers der Tafsir von Tabari ist? Nein. Da steht, dass ein paar Christen zu Mohammed gegangen sind und meinten zu ihm, oh Mohammed, was hast du für ein Problem mit unserem Freund? Er fragt die, wer ist denn euer Freund? Die sagen, ja, Isa. Du sagst, dass er ein Diener Gottes ist. Er sagt, ja, er ist auch Diener Gottes. Dann sagen die zu ihm, wenn du wahrhaftig bist, zeig uns einen Diener, der dasselbe tun könnte, was Isa tun konnte. Das heißt, Tote auferwecken, Blinde heilen, sehen lassen, Kranke heilen. Ne? Mhm. Er hat die herausgefordert. Und dann war er ruhig. Okay, dann war er ruhig. Und später soll angeblich Jibril zu ihm gekommen sein. Weißt du, was die Antwort von Jibril war? Ja. Er sagt zu Mohammed, diejenigen, die sagen, dass Jesus Gott ist, sind Ungläubige. Dann sagt Mohammed zu Jibril, aber das haben die doch nicht von mir verlangt. Die wollen einen Diener haben, der dasselbe tun könnte, was Jesus tun kann. Und dann antwortet Jibril ihm nochmal das falsche Antwort. Er sagt zu ihm, so wie Allah Adam erschaffen hat, hat er auch Isa erschaffen. Bei erster Aussage von Jibril hat Mohammed, du musst dir so vorstellen, Jibril kommt von Allah, hat Mohammed Allah korrigiert, weil er Fehler gemacht hat. Was heißt Subhanallah? Allah macht Fehler und du sagst Subhanallah. Ja, ich sag Subhanallah, weil ich daran noch gewohnt bin, aber wie die Leute alle was das für ein Gott, der Fehler macht? Ja, das ist auf jeden Fall katastrophal, Jani. Ja, natürlich. Aber er ist doch Allwissende. Er hätte ihm sagen sollen. Kennst du Way to Allah? Hä? Kennst du die Seite Way to Allah? Nein.
Da gibt es Tafsir von Ibn Kathir auf Arabisch und Deutsch. Auf Arabisch, und ich kann dir sagen, guck mal, ich kann Arabisch. Zu diesem Vers hat Ibn Kathir nicht vieles gesagt. Ja? Mhm. Da kannst du mehr von Tabari lesen. Ja? Allah macht in diesem Vers zwei Fehler. Okay. Ja? Wie ist Allah entstanden? Was heißt Allah eigentlich? Was bedeutet Allah? Das ist ein Statue. Eine Statue? Das heißt, ja, weißt du, wie eigentlich der heißen sollte, sein richtiger Name? Nein. La. La? Ja. Nur La. Nur La, ja. Okay, aber wer gab Mohammed das ganze Wissen, diese wissenschaftlichen Verse über die Hautverbrennung, zum Beispiel mit der Hölle, alles drum und dran? Von Bibel. Hä? Von Bibel. Ja, Mohammed konnte doch nicht lesen und nicht schreiben. Stimmt das? Er war Analphabet. Nein. Wer sagt das? Mohammed hat selber doch später Briefe verfasst. Er hat selber geschrieben. Ja? Ja. Subhanallah, schade, dass wir nicht zur Zeit von Mohammed sind. Schade, dass Mohammed tot ist, sonst hätten wir jetzt den richtigen Glauben gefunden. Nein, der richtige Glaube ist mit Jesus Christus, Bruder. Die Bibel kannst du lesen. Ja, die Bibel, da ist ja auch zum Beispiel, da heißt einmal, sein anderer wurde gekreuzigt. Nein, die Bibel sagt das nicht. Doch, ich habe letztens ein Livestream gesehen, wo einer die Bibel auseinandergenommen hat. Da hat er das vorgelesen, in der Barabbas-Bibel und so, wo ein anderer das Kreuz getragen hat. Ja, ein anderer hat ihm geholfen, aber Jesus ging zum Kreuz und ist auch gestorben und ist auferstanden. Also gibt es dann gar nicht den Tag der Auferstehung? Doch, natürlich. Allah sagt auch im Koran, dass Jesus Christus am Kreuz war. Wegen ihren Glauben, wegen ihren Reden, sie haben Jesus, den Sohn der Marie, gekreuzigt, sie haben ihn weder gekreuzigt noch getötet, vielmehr hat Allah zu sich emporgehoben, so heißt es im Koran. Genau, also, aber in der Sura 3, Vers 55 steht ja, dass er gestorben ist, also Mutter war Ficke, und wenn wir dann richtig darüber nachdenken, dann hat ja Allah seine Seele am Kreuz weggenommen und dann ihm seine Seele zurückgegeben. Somit ist er auferstanden. Und dann kommt der zweite Vers und ich werde dich zu mir emporheben. Und dann hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Also der Koran sagt ganz klar, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, auferstanden und dann hat Allah ihn zu sich emporgehoben. Also ich sage Ehre und Lobpreisung sei Jesus. Ja. Also, soll man das dann so sagen? Du solltest das Islam verlassen, so schnell wie möglich deine Seele vor Allah retten. Okay. Aber guck mal, dann frage ich mal eine Frage. Im Koran heißt es ja, und wenn Allah sagen wird, O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesagt, betet mich und meine Mutter neben Allah an? So wird er sagen, gepriesen seist du, nie habe ich es gesagt. Nichts anderes habe ich gesagt, außer dass ja, du schon was Allah sagt, was Allah sagt, ist total uninteressant. Allah widerspricht sich überall. Kannst du nochmal den Vers nochmal lesen? Welcher, Bruder? Adrian, was er gerade gesagt hat. Ach so, okay. Und zwar in der Sure Al-Ma'idah, fünfte Sure, Vers 111. Da sagt Allah, und wenn Allah sagen wird, O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesagt, betet mich und meine Mutter neben Allah an. Das kannst nicht, du mal nicht, rausnehmen. Nicht, warte kurz, lies mal diesen Vers nicht neben, sondern außer. Außer Allah an. Ja, guck mal, lies nochmal, sag nicht neben, sondern außer. Und guck mal, was du dann verstehst, okay? Mit richtiger Übersetzung. Okay, komm. Also, ja, Jesus, hast du, so, Jesus ist Isa ben Maryam, Allah alam jetzt. Auf jeden Fall, hast du zu den Eltern, hast du zu den Menschen gesagt, betet mich und meine Mutter neben Allah an? Außer Allah. Also, außer Allah an? Ja. So wird er sagen, gepriesen seist du.
nichts anderes sagte ich zu ihnen als das, was du mich gegessen hast. Ich sagte zu ihnen nur, das, was du mich gegessen hast, betet meinen Herrn an und euren Herrn an, weil jeder Prophet hat ja gesagt, betet Gott an. Okay. Oder wir kommen wenn, von Gott. Wenn Allah zu ihm sagt, O Jesus, hast du zu den Leuten gesagt, nimmt mich und meine Mutter außer mir, also außer Allah. Hätte er jetzt Allah erwähnt, wer hat ihm Allah sowas gesagt? Hätte er zu den Menschen gesagt, nimmt mich, meine Mutter und Allah als Götter, wäre Allah zufrieden gewesen. Meinst du nicht, dass dieser Vers irgendwie sich traurig anhört für Allah? Allah, Adam, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe alles vor. Und vor allem Adrian, wo steht in der Bibel, dass die Christen sagen, Maria ist Gott? Nirgendwo steht. Wollte ich auch noch sagen. Und warum sagt das der Koran Allah? Ja, weil manche Christen das sagen. Wo steht? Gib mir einen Christen, der sagt, Maria ist Gott. Es gibt, aber ich nicht Gott. Ich kannte mal damals welche, die Maria angebetet haben. Die das sind die Katholiken, die machen Fürbitte. Genau auch für die Muslime Fürbitte vor Allah machen. Aber in der Bibel steht nicht, dass wir auch Fürbitte vor Maria machen. Aber gib mir einen einzigen Bibelstelle oder Koran, also eine Bibelstelle, dass Gott sagt, Maria ist Gott. Was die Menschen machen, ist was anderes draußen. Weil Allah sagt, hast du gesagt, oh Jesus, er beschuldigt Jesus ja, nicht die Menschen draußen. Er beschuldigt Jesus, hast du gesagt, betet mich und meine Mutter an. Adrian, bist du Koranit oder bist du... Also ich bin jemand, der noch Koran folgt und mit Hadithen und Sunna halte ich mich fern, Jani, weil ich den Propheten Mohammed nicht sehe. Wenn er nicht bei mir ist, dann kann man das nicht. Aber ich dann, wenn du Koranit bist, sozusagen, dann glaubst du auch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, oder? Also ich weiß nicht jetzt die Sura auswendig, wo das steht. Sura 3, 55. Moment, Suche 3, Vers 57 suche ich mal raus. Ich habe sowieso einen Koran, der ist total katastrophal übersetzt. Bei mir ist es so, also ich will unbedingt Arabisch lernen und Arabisch verstehen lernen und mich dann intensiver mit dem Koran zu beschäftigen. Habe ich da irgendwelche Zweifel, irgendwelche Fehler, ich nehme den Islam auseinander und ich predige gegen den Islam. Besser verlassest du den Islam und rettest du deine Seele vor Allah. Also Adrian, du sagst, du hältst nicht von Hadithen, ne? Nicht viel, Jani. Hadithen okay. Sind katastrophal. Okay, kannst du mir Sure 4, Vers 59 vorlesen? Moment. Warte, wir sind erstmal bei Surat al-Imran. Achso, okay, dann erstmal bei Imran. Genau, 55. Oh, subhanallah, ich glaube, ich gehe nie wieder live. Ich glaube, das ist heute sehr viel von dem Bruder. Ja, nur dieser Vers, mit der Kreuzigung kann er wieder Luca mit ihm reden. Aber Adrian, du musst die Bibel lesen. Nochmal lesen. Und dann kannst du immer Fragen stellen hier mit uns. Ja, ich besorg mir eine Bibel, alhamdulillah. Und dann lese ich eine Bibel, aber das ist auch noch auf Deutsch. Das ist auch, glaube ich, nicht richtig übersetzt, oder? Schlachter 2000. Lernen, oder? Schlachter 2000, merkt ihr, da schreibt er das auf. Schlachter, Bibel 2000. Die muss ich lesen? Genau, Schlachter 2000, Bibel. Und du kannst ja online die ganze Bibel kostenlos sogar bestellen. Also online, Moment, Schlachter 2000, warte mal, ich guck mal kurz nach. Genau. Der Herr möge ihn zu sich führen, Bruder. Amen, Bruder Elia. Und wenn, Adrian, immer du Fragen hast, wenn wir hier live sind mit Bruder Elia und so, oder Bruder wieder Luca, du kannst immer reinkommen. Du kannst auch Judy und wir, wo wir sind, du kannst immer raufkommen, mit uns reden darüber. Ja, diese ganzen gekommen. Muslime, die werden jetzt schreiben, ja, hör nicht auf die, da sind Ungläubige. Hast du doch gesehen, dieser Islam nicht verstanden. Elia, diese Sure 3, Vers 55 ist auch falsch übersetzt, ne? Ja. Da steht abrufen, abberufen. Je nachdem, Bruder, vielleicht bei ihm steht verscheiden. Weißt ja, ich bin wieder da, also Schlachter 5000 soll ich sagen? Nein, 2000. Also Bibel, Schlachter 2000? Genau.
Einfach 2000 schreiben die Zahl. Und er soll mit dem Evangelien anfangen zu lesen. Genau, und du kannst uns immer hier fragen. Und wenn ein Muslim sagt, das stimmt nicht, was in der Bibel steht, oder die Fragen, oder das ist eine Lüge, komm zu uns und wir reden darüber. Und bring ihn zu mir, oder zu Elia, oder zu Luca, oder Judy. Sag, komm, wenn du nicht dabei richtig sagst, dann soll er zu uns kommen, mit dir. Bring ihn hier hin. Genau. Dann soll er uns beweisen, dass wir lügen. Genau, wir haben auch Björn Vogel mehrmal herausgefordert, er kommt nicht. Ach, Bruder, ich fordere mich schon seit 2013. Kann man die online holen, also online lesen? Gehst du auf Bibel-App, geh mal auf dein Play Store oder ich weiß nicht, ob, wenn du iPhone hast, gibst du einfach. Ja, ich habe Play Store, ich habe Play Store. Genau, da gibst du Bibel ein und dann gibt es da auch Schlachter 2000. Kannst du dann lesen? Genau, schreibst du bei Play Store also Schlachter 2000 Bibel. Genau, dann, und dann kannst du dann runterladen. So, glaub mir, wenn der die Worte von Jesus liest, ab Matthäus, was er gesagt und getan hat, die Evangelien, du wirst sehen, der wird sein Knien beugen. Ja, du musst. Beugen, der Arme, ja. Ja, wir müssen ja, mehrmal. Glaub mir, der hat eine gute, gute Seele, der Junge. Ja, ja, der ist ein lieber Junge. Die haben ihn einfach nur angelogen, genau wie alle anderen. Alhamdulillah, ich lad mir das jetzt runter mit der Bibel. Super, der Herr segne dich. Und wenn du Fragen hast, kannst du uns immer fragen, Adrian. Egal wie kritisch die Frage ist, kein Problem. Ja, das ist wunderschön mit euch. Alhamdulillah, Rabbim. Ich liebe euch für wir lieben Jehova, dich auch im Namen den allmächtigen Schöpfer, der Jesus geschickt hat, der die Propheten geschickt hat. Aber das ist wunderschön. Ich sag mal so, im Koran finde ich Sachen, die mich begeistern. Zum Beispiel gibt es in der Bibel auch Paradiesstellen, wo über das Paradies gesprochen wird. Das Paradies ja, begeistert dich im Islam oder was? Ja, es gibt ja, das gibt Paradies es. Begeistert. Ja, es gibt zwei Hinweise. Okay. Einmal in der Offenbarung. Ja. Und dann gibt es einmal bei Daniel und Hesekiel. Da wird es auch ein paar Sachen auch beschrieben. Aber wenn ich dir wirklich sage im Islam, wie das Paradiesvorstellung ist, das wäre, ich bin langsam ein bisschen müde. Du wirst es nicht glauben. Also, das ist wirklich kein es gibt in Surah Muhammad, 47 Surah, gibt es in der Ayat 15 einen Vers über das Paradies. Glaubst du, dass bei euch im Paradies, also laut Islam, gibt es im Paradies ja, werden die Jungfrau ja beschrieben, weißt du ja, ne? Ja, mit Vollbusi und so, mashallah. Ja, genau. Aber nicht nur das, es steht auch bei Ibn Abbas und von Al-Tabari, dass es einen Sklavenmarkt gibt, dass ein Muslim die Frauen bekommt, ja, und da steht auch, dass er einen langen Penis haben wird, wirklich, das steht wirklich so drin, und jedes Mal wird die Frau immer wieder Jungfrau. Jedes Mal. Okay. Da gibt es ja, einen Sklaven. Das habe ich auch gelesen, das habe ich auch, das kenne ich, Mashallah. Aber, hier heißt es. Aber Allah hat auch bei also diese Frauen haben auch Penis. Was machen die damit, Elia? Genau, genau. Da gibt Adrian. Es viele Kerle, der steht auch im Koran, da sind Knaben, die müssen. Hier so, laut dieser Tafsir, diese Frauen haben auch einen Penis. So, du machst Bonga Bonga mit die und die machen mit dir Bonga Bonga. Was machst du jetzt in deinem Paradies? Stimmt das wirklich? Ja, wirklich. Adrian, was glaubst du, wie sich das anfühlt, wenn du so einen 16 Meter langen Ding bekommst? Dann habe ich auf jeden Fall erstmal Arsch keine Jungfrau mehr. Das ist ja geil, Alter. Das ist ein geiler Typ. Also ein Paradies voller Transen. Ich beschreibe euch mal etwas im Paradies. Also in Sure Vers 64, 47 Sure Vers 16, bei mir ist es ein bisschen verrutscht. Ein Gleichnis, also ein Bild von Gleichnis des Paradies, das in Gottes Fürchtigen verheißen wurde. Darin sind Ströme von Wasser, das nicht verdirbt, also beziehungsweise faul wird. Und Ströme von Milch, deren Geschmack sich nicht ändert. Und Ströme von Wein, köstlich für die Trinkenden. Sowie Ströme von geläutertem Honig. Sowie darin haben sie Früchte aller Art, sowie Vergebung von ihren Herren.
Und ich suche meinen Herr, der mir vergibt. Elia, Bruder, Krieger des Lichtes, ich weiß nicht, ob du noch lange live bleibst, er möchte auch. Leider nicht, Bruder, also ich will niemanden mehr hochnehmen, weil ich will. Nein, nein, Adrian, Habibi, guck mal. Das Schlimmste ist, du kennst die ganze Quelle nicht, du hast nur oberflächlich der Islam gelesen. Und das ist das Problem, Adrian. Du kennst die Tafsiren nicht richtig tief und das Arabische verstehst du nicht. Und wenn wir dir sagen, dass zum Beispiel du kannst dir ein Paradies wünschen, was du willst. Du kannst zum Beispiel einen Mann wünschen oder einen Esel wünschen. Was du, dass du Bunga Bunga machst mit dem. Das entspricht nicht Gottes Bild. Das ist gegen Gott, diese ganze Paradies von Allah. Also wenn einfach dein Feind zum Beispiel dein Feind dich locken will, will er dir sagen, dass und dich zu töten, will er dir sagen, ich bin gekommen, dich zu töten? Auf keinen Fall. Er wird dich mit Lügen locken. Genauso macht Allah mit schönen Frauen, schwellende Brüste, Hintern groß, 1,8 Kilometer und jenes das. Und selbst bei den Schiiten gibt es Überlieferungen von Al-Kafi, von Abu Jafar überliefert, der sagt, nehmt euch Frauen mit großen Becken. Denn die werden mehr Kinder zeugen. Genau. Und dann heißt es weiter, nehmt euch Frauen mit blauen Augen, denn das bringt Glück. Krass. Allah. Das ist echt krass, Subhanallah. Ja, guck mal, bevor ich den Islam verlasse, beschäftige ich mich erstmal mit der arabischen Sprache. Richtig, dass ich es verstehe. Und dann suche ich diese Verse, wo du gesagt hast, in 24 Sura, also Sura 24, das nebenbei die Bibel, Bibi. Wenn du Jesus' Worte wirklich liest, du wirst sofort in Islam. Genau, Bibel lesen, Adrian. Glaube mir. Ja, Bibel lesen und nicht vernachlässigen. Ich habe die Bibel jetzt runtergeladen, Schlachter 2000. Ja. Ich habe die Bibel jetzt runtergeladen, Schlachter 2000, und die lesen mir auf jeden Fall durch, wa? Genau. Und Fragen kannst du immer kommen, Fragen. Adrian, darf ich dir etwas fragen? Ich wollte jetzt offline gehen. Okay, Bruder. Kannst kurz eine Frage stellen, danach gehe ich auf jeden Fall offline, weil ich muss wirklich ins Bett. Okay, Bruder, hey, mach kurz und bündig. Adrian, kannst du an Gott glauben, die sogar der Teufel selbst in der Irre führen tut? Nein, ganz bestimmt nicht. Ich glaube nicht an einen Gott, der in die Irre führt, sondern ich glaube an einen Gott, der barmherzig ist. Okay, aber wenn dein Allah sogar der Shaitan in die Irre führt und Shaitan sich beklagt dann bei Allah? Ja, da habe ich angefangen, Allah zu beleidigen. Ich habe ihn gesagt, ich habe ihn heute gesagt. Hat ihn gesagt, und was hat er gesagt? Genau, der Teufel sagt, du hast mich in die Irre geführt. Deswegen werde ich auch die Menschen in die Irre führen und anbetrügen. Und du hast immer noch nicht das Land verlassen. Wie gesagt, ich habe Angst, für mich falsch zu entscheiden, und beziehungsweise ich habe Angst vor dem Tag der Auferstehung, dass ich in die Hölle geworfen werde. Ich habe Angst vor der Hölle. Das, und von was du Angst hast, ist der islamische Geist. Das ist ein Dämon, der dich hier bindet. Und das musst du ich habe Angst vor der Hölle, ich habe Angst, falsch zu liegen. Adrian. Aha. Adrian, guck mal hier, ich bin's, Judy, ja? Ja. Ich bin ein geborener Moslem gewesen. Ich habe vor 8 Jahren, ja, den Islam verlassen. Ich kann Arabisch. Du kannst Arabisch, Mashallah. Was heißt Messalu? Was? Messalu. Ich habe dich nicht verstanden, nochmal. Was heißt Messalu? Messalu? Ja, Messalu. Wo steht denn das? Im Koran, in Surah Mohammed, Vers 15. Kannst du mal suchen, wenn du willst. Kannst du groß kommen? Welcher Vers war das nochmal? Vers 15. 15? Das ist ein Beispiel. So wie das Paradies. Genau. So wie das Paradies, was ich versprochen habe. Ja. Kannst du mal groß kommen, kannst du es mal vorlesen oder kannst du mal erklären? Weil ich verstehe das nicht ganz, was damit gemeint ist mit Methalo. Ich verstehe die arabische. Ah,
So, ich gehe unter Gottes Segen euch und eure Familie, Adrian. Verlasse den Islam, rette deine Seele vor dein Ja, Allah. du hast Flüsse aus Shalom. Wasser, aus Gottes Segen, Bruder David, aus Honig. Hörst du, Adrian? Ja. Du hast da Flüsse aus Wasser, aus Honig, aus Alkohol. Ja. Ja. So, ich werde jetzt auch genau. Klein. Adrian. Und das ist, Bruder, bist du eigentlich ein Jude? Also wo Horst steht, bist du jüdisch oder bist du Nein, christlich? Nein, ich bin kein Jude. Ich habe aber jüdische Wurzeln, aber ich bin jetzt nicht Vollblut-Jude oder so. Also ich komme ursprünglich. Du bist christlich? Ja, ich war vor 15 Jahren Muslim. Ah, Subhanallah, bist du konvertiert zum Islam oder was war los? Nein, nein. Ich war mal, also ich komme aus einer islamischen Familie. Ja. Mit circa. Es hat 3 Jahre lang bei mir gebraucht. Also ich bin seit Moment, ich muss jetzt berechnen, boah, ich glaube seit 17 Jahren habe ich den Islam verlassen. Und seitdem mache ich solche Sachen jetzt mit Debatten und so weiter. Mashallah, Allah, du bist sehr, sehr schlau. Möge Nein, ich bin nicht schlau, Bruder. Ich will nur dir wirklich ans Herz legen. Ich habe 3 Jahre lang gebraucht. Ich kenne dieses Angst und Furcht und alles. Aber ich sage dir eine Sache. Lies einfach, was Jesus gesagt hat. Denk nicht, weil lies einfach nur erstmal nur das Neue Testament, nur die erstmal die Evangelien, ja, und darfst nicht mit dem Gedanken dahinter gehen, ja, wie kann Jesus Gott sein, wie kann er Gott sein? Lass das erstmal beiseite, lies erstmal, was Jesus erstmal gesagt und getan hat für dich, und jedes einzelne Wort, glaub mir, deine Seele wird das spüren und du wirst sagen, jetzt werde ich meine Knie beugen, ich weiß das. Weil diese Worte, ja. Was Jesus gesagt hat, hat mich meine Knie gezwungen zu beugen, weil ich konnte mir das nicht erklären. Weil das Gute war so Nacht, Bruder Judy, Gottes Segen. Habe ich niemals gefunden. Bei nichts im Islam. Seine Worte sind nicht zu vergleichen von dieser Welt. Okay. Aber wer gab Jesus das Evangelium? Gott, der Allmächtige, oder nicht? Jesus Christus kam. Ja, und hat die Worte gesagt. Die Aposteln, die Augenzeuge waren, haben das verfasst. Konnte Jesus auch schreiben? Klar. Jesus konnte alles. Er hat sogar die Dann Menschen. Ist er gefallen. Besser als Mohammed? Dann ist er besser als Mohammed. Ja, natürlich. Der hat Toten auferweckt. Der hat Blinde geheilt. In Sura 80 konnte Mohammed noch nicht mal einen Blinden heilen. Ja, in Sura Maida, da sagt Allah, Sohn der Maria, gedenke meiner Gnade an dich, als du mit meiner Erlaubnis eine aus Din, aus Schlamm, Jani, einen Vogel geformt hast und einhauchtest und er ein wirklicher Vogel war. Aber sehr interessant ist, wenn du, ja, es ist richtig, da sagt die Bibel auch, die Bibel sagt, alles, was der Vater tut, tut der Sohn auch. Und er sagt, ich und der Vater sind eins. Amen. Und Isa Geist ist Allahs Geist. Und wenn ich dich frage, in Surah 4, Vers 171, aus was besteht denn der Geist von Allah? Weil Allah sagt, Isa ist ein Geist von mir. Genau. Ja. Und das ist natürlich die Frage, die ein Muslim sich stellen muss. Aus was besteht denn Allahs Geist? Weil der Allahs Geist schöpft Leben. Ja. Ne? Und das sein Wort und Allahs Wort ist nicht erschaffen, sondern ewig die Worte Allah. Genau. Und Jesus ist Wort Allah. Ja. Ja, verstehe. Und dann musst du Johannes Kapitel 1, Vers 1 lesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch. Wenn du wirklich Jesus. Informationen haben möchtest über Jesus, findest du nur in der Bibel. Okay, weil im Koran gibt es nicht so viele Informationen über Isa. Das ist so bruchstückig. Ja, im Koran, der ist total katastrophal durcheinander. Allein schon Richtig. Und tut die Ungläubigen, wo man aussieht, voll behindert. Ja, genau. Deswegen sag dich ab von dem Islam. Glaube mir, Adrian, wenn die Scharia kommen würde, die Muslime würden dich köpfen, wenn du sagst, der Koran ist durcheinander. Die würden genau. Takfiri machen. Sofort. Ja, aber der Koran ist so voll. Ich mach mal so, guck mal. Die erste Offenbarungssure oder erste Offenbarungsvers war ja, lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Ja, genau. Und da, so.
Wie kann das sein, dass in Baqara oder El-Fatiha die erste Sure ist? Das ist doch voll durcheinander, das ist doch voll der Widerspruch. Amen, Bruder. Danke, dass du das so siehst. Genau. Weil alleine schon die Sura 96 liest in deinem Namen, der dich erschuf. Allah hat die erste Offenbarung an Mom, also der Engel Jibril. Bruder, ja, wenn jemand dich fragt, Ikra, lies, und du hast nichts zum Lesen, dann ergibt das keinen Sinn. Und der Engel Jibril hat ihn ja gepackt, hat ihn ja aufgezogen, etwas zu lesen, was nicht zu lesen ist. Kein Engel kommt zu dir so, ja, dass er dich, und Mohammed sagte auch später, dass ihm ein Dämon begegnet ist. Und Mohammed sagt ja auch noch weiter, dass ihm der Atem stehen geblieben ist, dass er keine Luft mehr bekommen hat. Und guck mal, Bruder, der gleiche Engel Gabriel kommt zu Maria und sagt, fürchte dich nicht, denn ich bin ein Bote des Allahs. Aber warum hat er das nicht bei Mohammed nicht gesagt? Ja, verstehe, das ist total, total dumm. Ja, schade, wie gesagt, dass Mohammed tot ist, schade, dass Jesus weg ist. Bei uns fehlen die Propheten, weiß ich nicht. Nein, Gott sei Dank, dass Mohammed tot ist. Ist ja nicht tot, Bruder. Jesus lebt ja in ewiglich. Sura 19, Vers 31 heißt es ja auch, solange ich lebe, muss ich die Zakat und die Almosen zahlen. Mohammed war kein Prophet. Adrian, Mohammed war kein Prophet. Okay. Was hat Jesus gesagt? Nach mir kommen falsche Propheten. Inwendig sind die reißenden Wölfe, Wolf im Schafpelz. Das hat Jesus vor Mohammed schon gesagt. Und da müssen wir aufpassen. Ich guck mal kurz, ob ich die Bibel habe. Warte kurz. Ja, mach das mal, mein Lieber. So, ich muss jetzt leider offline gehen. Ja, lass ihn erst mal gucken. Ja, dann, weil danach muss ich wirklich schlafen gehen, Bruder. Ja, ja. Kannst du noch schlafen gehen, Bruder. Ich kann nicht mehr durchgehen, weil es ist. Musst du mal oft da kommen, Bruder Elia. Ja, ja. Muss ich mal machen. Ja, das ist wichtig. Sehr viele durcheinander zur Zeit hier. Ja. Wir müssen ein bisschen Allah Bunga Bunga machen. Ja. Agir, laut der Hadithen bist du aus Jinn. Wenn du Kurde bist, die werden dich nicht akzeptieren. Umar ibn Khattab sagt, die Kurden sind aus Jinn erschaffen. Die sind Kinder des Jinns. Die sollen mit denen nicht heiraten und nicht verheiratet werden. Ja, das stimmt. Der Islam ist voll die behinderte Religion, sage ich ganz ehrlich. 100%, Adrian. Ist so, ja, ist so, wirklich. Ich habe die Bibel und die Bibel ist besser als der Koran, sage ich ganz ehrlich. Ich bin froh, dass ich die Bibel habe. Und wie gesagt, Alhamdulillah, ich bin jetzt erleichtert und den Islam werde ich, also wie gesagt, ich bin kein Muslim, ich bin nur einfach nur jemand, der an Gott glaubt. Weil Muslim heißt Muslim, Gott ergeben sein, oder was heißt Muslim? Genau, richtig. Ja, aber guck mal, du nimmst Mohammed als Prophet, obwohl er kein Prophet war. Und Mohammed selber hat ein kleines Kind geheiratet, also mit 6 Jahren. Er war 54 Jahre alt. Pure Pädophilie. Und Abu Bakr, ihr Vater von Aisha, sagte, wir sind doch Brüder, lass doch. Er sagt, nein, wir sind nur Brüder im Religion. Allah hat sie dreimal im Traum mir gezeigt. Sie ist meine Frau. Und hat Mohammed dieses kleine Kind zur Frau genommen. Stell dir das vor. Deswegen, Adrian, genau, deswegen, Adrian, wir machen nur, wir gehen live, damit wir wirklich auch, wir wissen, dass viele unserer Geschwister Deutschen, die haben kein Kenntnis von arabisches Inhalt und so alles und dieses ganze Tiefe der Islam. Deswegen, wir müssen die Wahrheit sagen. Da müssen wirklich die Wahrheit erkennen. Und Islam ist nicht die Wahrheit. Allah sagt, 72 Gruppen wird im Islam kommen, aber nur eine Gruppe wird gerettet. Und deswegen bekriegen sich alle und keiner weiß, wer gerettet wird. Ja, richtig genau. Aber Aisha hat auch gesagt, wer in unsere Religion etwas einführt, was mit unserer Religion nicht zusammenfasst, ist abzulehnen. Ja, ist bitter. Leute, ich muss schlafen gehen, Adrian. Wir hören uns. Okay, wir sehen uns, inshallah. Ich beschäftige mich mit der Bibel und dann schauen wir weiter. Mach das. Lies einfach die Evangelien ab Matthäus Evangelium. Fang an. Genau, Adrian, folge mir und Elia auch. Wir folgen dir auch, Habibi. Ja. Mache ich, Alhamdulillah. Okay, Habibi, Gott segne. Salam al-Masih. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom, Bruder Elia. Gott segne. Auch Geschwister, die unten sind.